Merhaba, alles Aleikum Alam. Was geht, Bruder? Oh, scheiße. Boah, Gott, das sieht schon cool aus, ne? Schmeiß. Warum? Fatal Error in Client Side Script Check Look. Nö. Ey, heute klappt je nix, Junge. Heute klappt einfach je nix. Einfach absolute Müll. Läuft ja super heute. Ja, und damit verdiene ich auch mein Geld, ja. Weil ich bin süß und bin ein bisschen dumm. Und bei mir klappt gar nichts, weil Mainboard wieder kaputt. Warum hast du Dolo überhaupt rausgemacht? Ist doch nichts Schlimmes. Weil wenn du mit deiner Unterhaltung noch etwas verdienen kannst. Ist ganz viel mit meinen damaligen, ich erkläre das jetzt kurz als Big Peanut. Mit dem damaligen, wie heißt das Gedönsnummer? Der sich um die Finanzen so kümmert, hier um Finanzamt Scheiße. Bin ich dumm? Ich bin echt dumm. Steuerberater, genau, dankeschön, Orkan. War das eine absolute Katastrophe, wegen den Donations da zu versteuern und so. Da wollte ich mir den Stress nicht antun und seitdem ist er draußen. Mittlerweile habe ich einen neuen. Mittlerweile könnte man vielleicht mal drüber nachdenken wieder. Aber ich will noch nicht geldgeil rüberkommen, ihr wisst. Wenn, dann nur für die Meme. Zap, zap, zap. Dorschips, dankeschön, Tante. Für den Prime 6. iBeam, danke für den Prime auch im 6. Aber mach ab 50 Euro, dann ist nicht so viel für den Steuerberater. Ist egal, ob du 1 Euro bekommst oder 50. Die Steuern bleiben gleich. Aber die Bearbeitungskosten dafür. Du musst 50% davon versteuern. Und dann musst du das auch noch bearbeiten lassen vom Steuerberater. Da bleibt am Ende zu viel Stress für zu wenig Moneten. You know what I mean? Oh, Entschuldigung. Ich habe keinen Schlüssel für die Karre. Oh, die Lisa hat mich angerufen heute Nacht. Die will mich. Oh, Markus ist da. Hallo, Peanut. Oh, hi, Markus. Wie geht's dir? Was geht ab in the town? Big peace in the house. Wie bitte? Was? Was machst du gerade? Was geht ab in the town? Was geht ab hier? Ich hab mir gerade eben ein Auto gekauft und erstmal prompt den Millionär gerammt. Einen Millionär hast du gerammt? Ja, einen Millionär habe ich gerammt erstmal. Oh. Wo treibst du dich rum? Ich hab Hunger. Wir können uns gleich beim Würfelpark treffen. Dann auf dem okay. Kuchen, okay? Ich lauf dahin, dauert so 3-4 Stunden bin ich da. Hol dir ein Taxi am besten. Ein Taxi, okay. Ja, hol dir ein Taxi. Das ist, glaube ich, das Beste. Okay, mach ich, Markus. Dann bis gleich, Pina. Dann bis gleich. Hab dich lieb. Tschüss. Ja, ich dich auch. Stimmt, ein Taxi, da hat der Markus recht. Taxi, Downtown Cab, schönen guten Abend. Ja, hallo, hier ist der Peanut, ich brauche ein Taxi, bitte.
Ja, wo bist du denn? Baustelle. Baustelle? Ja, so eine riesen Baustelle ist hier gegenüber von meinem Hotel. Ja. Bei 3217 auf dem Stadtplan ist die Postleitzahl. 3217, ja. Gut. Ja, komme ich dann hin. Dauert allerdings eine ganze Weile. Ich habe noch 4 Kunden vor dir. Oh. Oh, aber ich muss Kuchen essen. Dann müsstest du entweder zu Fuß zum Stadtpark gehen oder halt wirklich warten. Bist du bescheuert? Meine Füße ziehen jetzt schon weh. Und ich bin seit 5 Minuten draußen. Okay. Dann müsstest du dich tatsächlich gedulden. Boah, dann mag ich halt heute Sport. Okay, dankeschön. Ich lauf. Okay, ich danke dir. Tschüss. Ja, ciao. Ich laufe nicht. Irgendeiner wird mich abholen. Schätze, Winnie. Der hat doch gar kein Auto, der Idiot. Was ist Frau Schlumpfine? Scheiße. Lisa hat mich angerufen. Inat, was geht? Oh, ich hab Schmerzen. Aua. Was hast du gemacht? Oh, da kam so ein Typ, der hat mich getreten gegen das Schienbein. Ich kann nicht laufen. Der hat dich gegen das Schienbein getreten? Ja, der hat mich einfach so verprügelt, die Drecksau. Oh. Alter. Vom Hotel. Jetzt komme ich nicht zum Kuchenladen. Oh nein, soll ich dich abholen kommen? Oh, das wäre nett, Lisa, danke. Oh, jo, ich komme gleich. Bis gleich. Schmerzen. Danke. Ich bin einfach der Beste. Von wegen Big Peanut läuft doch nicht. Sehe ich hinaus. Ich warte jetzt hier. Das mich herrlich hier. Hab ich im halben Arsch im Gebüsch drinne. It's only game, why you have to be mad? Duf, duf. Entschuldigung, Mr. Baum. Ich bin so dumm, Alter. Obelix, danke für den Prime im 5. Hallo, Cheat, hallo, Kyrgyz. Nein, nichts Gürtels. Ich bin's, Big Peanut. Was geht wieder los? Keiner da. Kein Land mit Nein. Oh, wenn die Lisa gleich kommt, muss ich sie verletzt tun. Schmäh, schmäh, schmäh. Setz mich mal besser hin. Er ist Clownfisch. Klingt manchmal echt ein bisschen robotermäßig, wenn ich weit weg vom Mikrofon bin. Wenn ich zum Beispiel lache, habe ich im VOD gehört. Sonst habe ich versucht, den so neutral, also naturell Dings einzustellen, wie nur möglich geht. Dennis, danke für den Wisdom 33. Vielleicht besorge ich irgendwann mal ein besser, wenn es dafür bessere Software gibt. Aber I don't know. I don't have ever in my life used the voice to change up because my voice is beautiful. Yes, yes. In my English is the yellow from the egg. Schmäh, 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 schmäh. Avant, Digga. Wann kommt die Lisa denn? Ich hatte Voice Mod, aber das gefiel mir nicht so. Das klang komisch. Ach ja.
warte! Der ist vom Burgerladen! Nein! Warte! Fuck! Markus! Hallo! Soll ich dich abholen? Lisa wollte mich abholen, da war gerade der Wagen vom Burgerladen. Aber der war zu schnell für mich. Verdammte Scheiße. Das nächste Mal. Oh, da kommt er wieder! Komm in meine Richtung. Wo bist du genau? Nein. Am Hotel. Bei dem Hotel, das wir dir gezeigt haben? Ja. Aber Lisa wollte mich abholen. Ich kann auch dich kurz abholen, dann kann Lisa herkommen. Ja, dann muss ich Lisa anrufen. Aber ich glaube, da kommt die gerade. Echt? Weiß nicht. Ich glaube schon. Hoffentlich kommen sie jetzt gerade. Hallo. Hey, Peanut. Da war der Burgerwagen. Was? Ich konnte auf einmal wieder rennen. Wie Usain Bolt. Wie Forrest Gump. Boah. Ich habe den Burgerwagenladen gesehen. Den Burgerwagenladen? Ja, der vom Burgerladen. Warte, ich habe mit Markus noch eine Strippe. Genau. Ja, ja. Markus, wo bist du? Ich bin schon am Kuchen hier, ne? An der Bienenmaschine. Kannst du mir was bestellen? Was willst du da haben? Zuckerwasser. Wie viel? Boah. Ein Liter. Ein Liter, okay. Und was noch? Boah, da muss ich erstmal nochmal gucken. Okay, warte. Okay, ich bestelle schon mal. Ich komm. Oh, ich setze mich lieber hinten hin. Hi, Lisa. Markus, bis gleich. Bis gleich. Du CK? Der Markus wartet auf uns am Kuchenladen, wenn du da auch hin möchtest. Ja, wie geht's dir? Gut, und dir? Ich hab gestern gar nichts von dir gehört. Ich hab gestern Sport gemacht, siehst du doch. Ja, man sieht's. Ich hab mir so einen Heimstepper gekauft. Und den hast du dann ins Hotel mitgestellt? Nein, der kam noch nicht an. Ach, der ist noch gar nicht da? Nein. Ja gut, der Aber ich hab mir so vorgestellt, wie ich den benutze. Das muss anstrengend gewesen sein. Ja, das war richtig anstrengend. Ich habe mein T-Shirt gewaschen. Auf der anderen Seite, ne? Ja, genau. Und? Da riecht wieder gut. Wann hast du das denn gewaschen? Vorgestern. Vorgestern? Ja. So frisch noch? Oh, pass auf, da kommt eine Cola-Dose. Was ist das denn? Das ist eine Cola-Dose. Aber habe ich nicht Vorfahrt? Rechts vor links. Du hattest Vorfahrt. Mal einfach. Was hast denn du die Tage so getrieben, hä? Auch nicht viel. Ein bisschen Gegend gefahren. Da sind schon wieder Asoziale. Eieiei. Boah. Kommst du? Ach so. Ja. Ich hab vergessen. Du hast das Laufen vergessen. Nee, ich wusste nicht mehr. Und der kriegt direkt eine Fresse da vorne. Der mich dumm anquatscht. Sieht schon aus wie so ein Kriminellen. Siehst du dann auch immer die Kriminellen an? Wie machst du das? Weiß nicht, sieht aus wie eine Lampe. Ja. Steht da rum. Soll sich mal ein paar Freunde besorgen. Und ging irgendwas ab? Wurde einer abgeknallt oder so? Ich glaube, im Sandy, nee, bei Harmony oben in der Nähe wurde ein Kopf abgeknallt, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Du Scheiße, hoffentlich nicht den ich angepupst habe. Der Sheriff. Boah, das weiß ich nicht. Nur mitbekommen, dass da eine ganze Menge im Polizei stand. Das ist Markus. Twinkie. Hi. Genau. Hi. Hallo, Peanuts. Geh dich mal umziehen, du siehst ja immer noch so aus. Warum umziehen? Ich sehe immer noch gut aus. Der Mantel ist doch schon dreckig. Ach, der ist nicht dreckig, der soll so sein. Ach so. Hi. Möchtest du was bestellen? Langsam. Möchtest du etwas bestellen? Habt ihr neue Kuchensorten? Nein. Warum? Weil wir keine neuen Kuchensorten haben. Boah, dann fangen wir mal klein an mit einer ganzen Erdbeertorte. Eine ganze Erdbeertorte. Na klar, ich hab Hunger. Okay. Das ist aber wirklich klein angefangen. Ja, echt? Machst wie geht's euch? Das war's? Gut? Ihr habt gestern Sport gemacht. Ich hab Sport gemacht. Das war's oder darf es sonst noch was sein? Erstmal war's das. Und vielleicht nochmal Zuckerwasser.
Zuckerwasser, wie viel? So ein Tässchen, ne? Ein Tässchen? Okay, ja. Mach ich. Alles klar. Sind dann $590. Oh, Entschuldigung. Kannst du dann gleich mit Karte wieder bezahlen und ich komme dann. Okay. Ach, jetzt stellt euch mal nicht so an, dass das menschlich ist. Ja, und wir stehen ja in der frischen Luft, da geht das ja noch. Ich muss halt nur mal ins Krankenhaus. Warum ist das angestellt? Ja, weil das geht nicht weg mit dem Pupsen. Geht das nicht weg? Ne. Aber da müssen wir gleich hin. Das ist mein Leben, müssen die zwei Nächte hier mit Twinkie. Unser bestaunten Helikopter. Die ist noch im Hotel. Die ist noch im Hotel? Die kommt nicht aus der Badewanne raus. Warum hilfst du ihr denn nicht? Hä? Dann muss ich ja wieder, dann fange ich ja wieder an zu schwitzen, dann muss ich ja wieder danach baden. Ja, dann musst du die da raushelfen. Das ist ein endloser Kreislauf. Deswegen lässt du sie jetzt da drinnen liegen. Hallöchen. Ja. Na, du hübsches Kind. So, was willst kann du noch mal durch meinen Haar streichen? Er hat schon bestellt. Ach so, ich hab schon bestellt. Ach so, bei meiner Kollegin? Genau. Ah, okay. Wie wird Ohrenschmalz geschrieben? O-H-R-E-N? E-N? S-C-H-M-A-L-Z. Genau. Okay. Also ihr seid soweit erstmal glücklich, ja? Ja. Sehr Dankeschön. Schön. Bitte, bitte. Gott, du wohl. Wofür brauchst du das denn? Also ich habe hier jemanden beleidigt am Handy. Oh, und... Was die schreiben immer böse sind? Kommentare unter meinen oberkrassen Bildern, unter meinen Bildern. Der eine hat zum Beispiel geschrieben hier... Wie heißt der? McNuggy hat geschrieben, wenn ich so einen gelben Regendings anziehen würde, so einen Regenparker, würde ich aussehen wie ein Schulbus. Stimmt doch gar nicht. Nee, das ist voll gemein. Hab kein Lenkrad und kein Gaspedal. Kann ich ein Bus sein? Hast du eine Bremse? Nö. Ist ja leider so. Ja, dann kann das ja schon gar nicht stimmen. Socke. Kann man nicht sagen, Jason. Peanuts, darf ich dir jemanden vorstellen? Nö. Nicht? Doch. Grüße. Ja, doch, klar. Das ist ja rechts von mir und links von Lisa. Das ist Arthur. Drückst du mich nochmal weg, brich dir die Beine. Drück auch vorher den anderen Asozialen wieder. Drückst du mich nochmal weg, brich dir die Beine, sagt er. Ja, das sind meine Hallo, Leute. Hallo, Arthur. Der... Wo ist dein Schwert? Leider kann ich hier, glaube ich, kein Schwert kaufen. Also, ich habe schon versucht. King Arthur oder nicht? Das habe ich ihn auch genau. schon gefragt. Genau dasselbe. King Arthur. Ach ja. Und das hinter mir. Süßigkeiten bei? Leider nicht. Ich habe nur Orangensaft. Also, ich kann dir leider nichts anbieten. Es sei denn, du isst auch Schnitzelbrötchen. Ist das Konzentrat? Der gezuckerte? Nee. Richtiger Juice-Orangensaft. 100%. Du kannst aber keine Pluspunkte bei mir sammeln. Ja, das ist. Wir hatten ja vorhin. Magst du nur das Konzentrat oder wie? Habe ich noch Schokoriegel? Ich mag nur den gezuckerten. Ach, du müsstest ja von mir eigentlich noch Schokoriegel haben. Nee, die habe ich schon selber gemacht. Ach, schade. Markus, du gehst auch nicht ins Telefon, ne? Ja, ich gehe. Ich habe in den letzten Zeiten ein bisschen viel zu tun, leider. Ne? Lisa also, und ich haben dich gesucht. Wann? Arthur. Echt? Na klar. Jetzt vergraben? Tut mir leid. Also, so, Peanut. War das richtig, ne? Ich geb dir die Spende. Genau. Sekunde. Von dir bekomme ich dann bitte 590. Ich mache die Rechnung eben fertig. Ich kann es mit Karte zahlen. Mein Gott. Ich habe heute... leichte Probleme. Ganz leichte Probleme. Warum? Drin, ne? Ja, ich weiß nicht. Meine Zunge läuft nicht so, wie ich will. Deine Zunge läuft nicht so, wie du willst? Nein, die will nicht so, wie ich will. Hast du vielleicht Bienenstich gegessen und wird's gestochen? Nee. So, einmal 590. Genau, ja. Vielen Dank. So, dann hast du jetzt einmal dein Zuckerwasser. Vorsichtig heiß. Danke. Warte mal, ich habe eine ganze Torte bestellt, ne? Ja. Wollen die anderen nichts essen? 8 Stück. Ich habe mir auch was bestellt. Erdbeertorte. Also ganze Torte. So, jetzt komme ich zu dem Guck mir gerade mal die Liste. Du kannst eigentlich direkt hier stehen bleiben. Aber natürlich. Nee, kommst du mal kurz Herr, zu mir? Arthur, kannst du mal ganz kurz Platz machen, bitte? Dankeschön. Lisa, will ich auch Muffin? Muffin? Was denn für ein? Schoko? Oder? Schoko? Boah, gerne. Sekunde. Oh, eben. Dankeschön. Die habe ich, gestern Nacht gebraucht. Kannst du doch nicht einfach hier auf den Boden werfen?
Von Ihnen würde ich bekommen. Warum? Aufheben und in den Mülleimer. Das kannst du doch nicht machen. Ich soll mich jetzt bücken. Das ist ein Witz, ne? Aber es ist ein fünftel meines Vermögens derzeit. Was? Siehst du, das hast du davon. Wo ist der Mülleimer? Nicht schlimm. Guck mal, da vorne steht einer. Das hat kein Pups, meine Hose ist gerissen. Mann, meine Hose ist gerissen. So, einmal mit der Karte drauf. Doch. Ja. Nein, meine Hose ist gerissen. Oh shit. Ja, wortwörtlich. Scheiße, jetzt brauche ich erstmal einen Nähmeister. Oder oh, Klebeband. Boah, das hast du Klebeband zufällig? Tatsächlich leider nicht. So. Scheiße. Ich hab zu danken. Danke. Vielleicht ich brauche Klebeband. Du musst auch mal ein bisschen Kuchen essen. Du fällst uns noch hier vor den Kopf. Kann mir jemand helfen? Nein, schau mal. Helfen. Ja. Ich brauche Klebeband. Ich brauche ein wohlgenährter Mann. Brauch ein Klebeband. Ja. Das wird nicht lange gut gehen. Ich glaube, da müssen sie zum Baumarkt. Ui. Willst du nicht mal. Scheiße. Wie bitte? Der ist weit weg, ne? Es gibt auch einen unten in Davis. Trotzdem ist kein Grund, sich jetzt, jetzt kannst du dich gehen lassen. Ja, wenn man mit wem sind sie denn hier? Mit Lisa, Markus und King Arthur. Ist doch so, oder? Die drei, ach so, okay. Ich frag ja. Danke. Es gibt, ne? Heißt ich ja. Ich brauch Klebeband. Bist der Tod. Wir müssen jemand zum Baum machen. Hat sonst vielleicht jemand Tacker? Oh. Nein, nicht Tackern. Der Tacker. Hallo Hund. Oh, das ist Peanut. Sieht das schlimm aus? Ist das Peanut? Du. Okay. Wie heißt der nochmal? Kaffee. Coffee. Coffee. Coffee? Toffee? Coffee. Dame, komm mal. Hä? Was ist das so? Du Peanut. Mann, ich hab auch immer Pech heute. Ich glaube, Big Peanut geht auf Abenteuer. Sieht so dumm aus, Alter. Niki, danke für den Mr. 25. Und Inferno, danke schön für den Prime. Wo gehe ich denn jetzt hin? Ich brauche Klebeband. Oh, hier ist ein Hotel. Ich glaube, ich ziehe hier ein. Oh, ich stehe auf Straße. Hallo, Hilfe! Können Sie mir helfen? Was ist denn los? Meine Hose ist gerissen. Ich brauche Klebeband. Scheiße. Warten Sie mal. Wie haben Sie das ja geschafft? Ich musste mich bücken. Weil ich hab Taschen. Warum? Ich hab Taschentücher auf den Boden geworfen. Die musste ich aufheben. Am Kuchenladen. Schwierig. Ich brauch Klebeband. Oder einen Tacker. Hab ich gerade leider echt beides nicht dabei. Kaugummi? Boah. Schwierig. Erdbeermarmelade? Irgendwas, was klebt. Ich hab höchstens einen Hamburger und einen Ananassaft. Kann ich das haben? Ja. Einmal. Danke. Zweimal. Oh, dankeschön. Was machen Sie hier sonst so eigentlich, wenn ich fragen darf? Was ich mache, ich bin Sporttrainer und Ernährungsexperte. Okay. Oh, mein Telefon klingt. Nicht auf meine Hose gucken, okay? Hallo, Markus? Peanut, wo bist du hin? Ich
unterhalte mich hier mit einem Stranger, der hat mir einen Burger gegeben. Der will, dass ich in sein Auto einsteige und mit dem fahre. Nein, nicht ins Auto einsteigen. Nein, nicht einsteigen, Pina. Ich hol dich ab, okay? Wo bist du? Das habe ich nicht gesagt. Ich soll mit dem einsteigen, Stofftiere. Nein, du steigst da nicht ein. Können Sie mich bitte loslassen? Der hält mich fest. Hilfe! Hallo? Hilfe! Pina, das bringt mich, sagst du so, ich weiß nicht, wo bist du? Der will wegrennen. Pina, wo bist du? Das ist jetzt aber eine böse Unterstellung, ne? Ich bin am Kuchenladen gegenüber. Gegenüber vom Kuchenladen. Hallo, lassen Sie mich bitte in Ruhe. Was? Hallo? Hallo? Auf der Straße? Nein, ich ziehe mein T-Shirt nicht hoch. Ja, genau. In der Seitengasse. Ich ziehe mein T-Shirt nicht hoch für Sie. Was? Peanuts? Hallo? Verdammt, meine Hose ist gerissen. Ich habe andere Probleme. Ich weiß gar nicht, was gerade abgeht. Ich habe mir ernsthaft Sorgen um dich gemacht. Verstehe auch nicht, was das soll. Ich habe ihm nur was zu essen und zu trinken gegeben, mehr nicht. Markus, ich brauche Klebeband. Oder einen Tacker. Denkst du, im EMS haben die Klebeband? Nein, du hast einen Platten. Ah, Nick. Oh, Lisa ruft an. Ja, jo. Schönen Abend noch, ne? Dankeschön. Hallo, Lisa. Hi, wo bist du? Ich bin mit Markus hier, mich wollte jemand entführen. Wo bist denn du? Den gegenüber vom Kuchenladen. Der hat gesagt, ich soll in sein Auto einsteigen, der hat Bonbons. Aber Lisa, sie soll kurz herfahren, nicht eingestiegen, oder? Nee, offensichtlich nicht. Ich glaube, ich kann nicht sehen. Echt, dich übersehen? Ich glaube, ich das kann nicht sehen. Das rote, auffällige Shirt? Ja, das bin ich. Ja, aber ich sehe dich nicht. Wir sind gegenüber vom Kuchenland auf der anderen Seite. Hey, bist du nicht Peanuts? Pizzaladen. Ich bin Peanuts. Peanuts. Ich bin Kumpel von Winnie. Beim Pizzaladen. Hm. Das ist mein Schwager. Hast du ihn gesehen? Und dein. Nee. Und deine Schwester, wie hieß sie nochmal? Twinkie, glaube ich. Das ist meine Frau. Er sagt, er ist gegenüber vom. Ach so, ich habe ihr ein Auto geliehen. Ach, du hast dir ein Auto geliehen? Sie ist ein Patriot. Ah, der steht am Hotel. Ah, okay. Hm. Ach, da! Wo? Oh, okay. Okay. Hast du vielleicht Klebeband? Nee, wofür das denn? Meine Hose ist gerissen. Kauf dir eine neue. Kann ich nicht. Wieso? Hast kein Geld? Gib nichts keine in meine Angst. Größe. Ich war vor Ort. So. Gibt's auch so einen Bademantel, ja? Ziehst ja immer Bademantel rüber. Die bitte? Passen auch immer. Na, das passt, glaube ich, auch nicht. Oh Mann. Nein, immer noch nicht. Wie? Möchtest du seine Falten? Oh Gott. Hey, Arthur, das hab ich gehört. Oh, du Arschloch. Meine Hose ist gerissen, weil ich alles Zebra aufheben musste. Guck mal, Twinkie ruft mich an. Oh. Okay. Ja, ich habe auch keine Pflaster. Die soll mir eine Hose mitbringen. Wir können auch kurz zu deinem Hotel zurückfahren und dann holen wir kurz eine Hose für dich und dann passt das, oder? Aber Twinkie bringt eine mit, bestimmt. Sicher? Crossfix zurück. Ja, Lisa muss dir Bescheid sagen. Nur als ob ich jetzt dahin laufe. Ja, ich fahr dich. Ich fahr dich doch, Pina, als ob du da hinlaufen musst. Twinkie ist auch am Hotel, wir können da kurz hinfahren. Ja, dann komm. Okay. Ich fahr auch schon mal vor mit Arthur. Oder willst du bei mir mitfahren? Rein, doch, das ist mehr Platz drin, als du glaubst. Okay. Gut, dann willst du mal fahren? Ich soll fahren? Na klar. Ja, ist er überhaupt offen? Gut. Er ist offen, natürlich ist er offen. Ich soll fahren? Kein... Aber du hast gesagt, ich soll fahren. Ja, ich fahre, das ist... Okay. Sei froh, dass du mich nicht fahren lassen hast, Bruder. Stimmt, sicher, dass ich reinpasse? Ja, das Tür müssen ein bisschen eng werden, aber siehst du, genug Platz nach vorne. Ganz schnell, Max, ich krieg keine Luft. Da ist doch genug. Du musst den Sitz noch nach hinten stellen. Peanuts, du musst rechts, außen, rechts, rechts. Noch komm, ich greif mal kurz rüber. Ich hab vergessen, dass Arthur da gesessen hat. Ich hab vergessen, dass Arthur da saß und den Sitz noch ganz nach vorne gestellt hat, weil er so klein und dünn ist. Ich kann aber auch Auto fahren. Echt? Na klar. Ich bin einen Trecker gefahren zu Hause. Ja, also das ist mein neuer Wagen. Habe ich mir vor wenigen Stunden gekauft. Oh, der sieht teuer aus. Ja, hoffe ich, ist er auch. Hoffe ich mal. Toll war der. Oh, hier wohnen sie doch, oder? Oh mein Gott, was war das denn? Hier. Der war doch mit.
Aber ich sehe keine Twinkie, die ist bestimmt noch drin. Wo ist Twinkie? Hier sind wir richtig, oder? Ja. Ja, perfekt. Schatzi, überraschen wir die mal. Joa, warten. Hallo Baby Bulette, wo bist unterwegs. Du? Ja, ich bin unterwegs. Ich brauche eine Hose, meine Hose ist gerissen. Ich weiß nicht, ob wir noch eine haben, ne? Da musst du, glaube ich, wenn du Glück hast, in der Wäsche ist noch eine heile. Aber ich kann es dir halt nicht versprechen. Wo bist du denn unterwegs? Lisa und alle stehen hier. Wo denn? Beim Hotel. Ja, ich bin woanders, offensichtlich. Bist du da fremdgegangen? Was? Kriegst gleich was. Okay. Ruf noch mal Lisa an, wir sind im Hotel. Aber warte, gut. Okay. Ich komm gleich dahin. Ja, wie? Wie lang brauchst du? Ja, nicht lange. Ich bin ganz in der Nähe. Ne? Okay. Also entspann dich erstmal. Ja. Ja. Ach, Speckschnäuzchen, okay, immer Drama. Ja, bis gleich. Okay, Babybulette. Ich geh kurz hoch. Twinkie ist auf dem Weg her. Dauert nicht lang. Okay. Ich geh kurz meine Hose holen. Mach das. Nee, die Rolle ist richtig gut. Die hat mega Spaß dran, ist nicht schwer. Toll, jetzt können wir hier kurz auf gar rumstehen, Alter. Shipmaster, danke schön für den Resub im 21. mit Prime. Und Niki, danke für den Resub im 21. Habe ich schon vorgelesen, ne? Ne, das ist auch Voice Changer benutzt, die Dings. Die redet einfach nur so komisch und ja, so. Das Gewerbeamt ist nur wieder im Rathaus anzutreffen. Und dann macht Zeit. Only. Chappi, danke für den Prime 19. Merci. Hätte er mich mal fahren lassen. Ich habe keinen Führerschein mit Peanut. Tschüss, Heische. Babybulette, ich finde die Hose nicht. Ja, ich komm jetzt. Alles gut. Ich muss los, ne? Ich wünsche ihm was. Mit wem redest du? Ach, da war so ein Typ, der hat mich nicht verstanden. Dann sag ich ihm, ich find's ärgerlich, dass die hier nix in 3XL haben oder 5. Wenig. Ja, Alter, warte, ich glaube, ich hab sie. Aber ja, wie jetzt? Muss ich jetzt kommen oder muss ich nicht kommen? Na, ich bin im Hotel oben. Ja, aber die ja, ist nicht soll gewaschen, jetzt... da sind Flecken drauf. Ja, aber ich hab doch gewaschen, Sachen. Ist da nix Heiles dabei? Ja, du weißt schon, ein T-Shirt von dir, die ganze Waschmaschine ist voll, ne? ist ja halt. Also manchmal stecke ich auch schon ein Höschen von dir dazwischen. Ich hab also, gar kein Höschen. Also, wir müssen jetzt nicht übertreiben. Ich trag kein Turnwäsche. Da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Aber, sag mal, wo bist du denn? Am Hotel. Am Hotel. Ja, wo war das denn? Bewegst du deinen Astralkörper denn gerade hin? Ja, ich bin gerade beim Kleiderladen. Aber müsste in der Nähe sein. Ich glaube, ich bin fast da. Bin mir aber auch nicht sicher, um was ehrlich Kleiderladen? Zu sein. Ja, wo es Klamotten gibt. Ja, das ist normal. Das ist, oh mein, heiliger Bimbam. Bin ich war gerade eben vor 5. Ich glaube, in unserem Hotel spukt's. Wir sollten umziehen. Das wüsste ich aber. Das Einzige, was da spukt, sind deine 40, sagen die. Jetzt, wo du es gesagt hast, den hat ich schon die ganze Zeit versteckt.
Ja, ja. Ich glaube, ich bin gleich da. Nee, das ist ein anderer Part. Ich gehe jetzt wieder mit dem Aufzug runter, okay? Ja. Ich warte dann am Hotel auf dich. Oh, guck, da bin ich am Hotel schon. Okay, bis gleich. Ja. Wow, Leute. Ach, stimmt, ihr hat ein Auto. Ja, der JFK spielt auch mit, aber der ist gerade nicht da. Und Jeff, ich kenne keinen Jeff. Auf geht's. Fängt schon wieder gut an. Zusammen wie Faust aufs Auge, oder? Auf ich jeden Fall. Ich hab eine neue Hose. Zwei große Argumente auf jeden Fall nice. Für die große, große Liebe. Uiuiuiui. Ich sag's euch. Wie geht's, hallo. Twinkie? Oh. Hey, Twinkie. Ach. Ja, was ist denn Markus denn? Er hat Kopfschmerzen. Der so. Müsste gleich wieder da sein. Wie ist denn Markus nun schon wieder? Ja, mein Kumpel Markus. Kennst du doch. Ach, Markus. Ja, ja, Markus. Das ist doch der. Der mit dem. Markus. Mit dem... Ja. Das ist mein Kumpel. Genau ja, wie der ja. Arthur. Der wer? Der Arthur. Ist der eine Arthur? Ja, der Justin Bieber. Ach, hallo. Der Blonde. Schön, dich kennenzulernen. Kann ich ein oh Autogramm Gott. Haben? Hier, Moment, hast du was zum Schreiben? Ja, du kannst auf meine Brüste unterschreiben. Ja, hier, einmal. Ja. Pass auf, wo du deine Wichse ich wollte gerade sagen, du solltest, also... Die gehört mir. Ja gut, kannst du gerne ich haben, aber... jedes Album... Da könntest du komplett Herr der Ringe von J.J. Tolkien drauf hast machen. Hast du auch den Film im Kino gesehen? Ich habe alles gesehen, mit großer Justin Bieber-Fan. Jetzt also wirklich. Ich wusste aber nicht, dass Justin Bieber natürlich blonde Haare hat. Okay, mir, ja. Mehr von dir, ne? Bist du noch mit deiner Frau zusammen? Ihr habt doch geheiratet in den Philippinen. Ja. Hat man gelesen im Hochglanzmagazin. Ja. Großer Fan, ich weiß alles. Ich weiß sogar, welche Boxershorts du gerade trägst. Hier, ich hab dir doch gerade gesagt, dass ich keine trage. Oh, ist das ein Apfelkuchen? Oh. Vorhin, ganz frisch gekauft. Ganz, ganz frisch gekauft. Eine echte Frau. Oh, der ist gut schön. Gewesen. Glücklich, Master. Also wirklich. Also, wow. Twinkie, mich hat der Kerl gerade angesprochen, der dir das Auto gegeben hat. Ja, was wollt ihr denn? Weiß nicht, der hat auf jeden Fall kein Klebeband für meine gerissene Hose. Der Nico. Nico heißt der? Ja, das ist der Nico. Dein Bruder das ist der ein bescheuerter Name. Ja, er fragt mich nicht, ist aber ein ganz netter. Christine. Der hat dir einfach das Auto geliehen? Ja, hat er mir gegeben. So das ist aber nett. Ja, nicht wahr? Lisa hat mich abgeholt und zum Kuchenladen gefahren, ne? Oi. Dann ist meine Hose gerissen. Hör mir doch mal zu, hör mir doch mal zu, hör mir doch mal zu. Ja. Dann ist meine Hose gerissen. Dann wollte ich Klebeband besorgen. Da kam so ein Typ, der hat mir am Arm gepackt, der wollte mich mitnehmen. Oh. Der hat gesagt, der hat Bonbons und so. Oh, was ist das denn? Das ist ja gewährt. Keine Angst um mich. Dass mich jemand klaut. Soll ich den irgendwie, soll ich mal mit dem Quatsch? Was bringt das, wenn du mit dem Quatsch lässt weg über alle Berge? Ach so, ja, dann ist doch gut für dich. Wovor hast du noch Angst? Ja, fast wurde ich entführt. Ja, aber weißt du, so dann wäre ich gekommen ich und dann nicht, hätte ihr gesagt, oh nee, oh, mit der lege ich mich lieber nicht an, weil der hat schon echt was drauf, weil zufällig kann ich Karate aussprechen. Und das nicht mal schlecht, ja. Ich kann wirklich Karate. Echt? Zeig mal.
Na klar, ich hab doch letztens in die Veranda getreten. Aros, zeig mal ein paar Moves. Muss ich wirklich? Boah, da komm ich schon in Schwitzen, wenn ich zuschaue, ne? Kannst du es einfach nicht machen? Ich zeig euch einen Trick, okay? Oh Gott, oh Gott. Oh mein Gott. Shindario, Nani? Hui! Ui! Boah, habt ihr gesehen? Alter Schwede. Da wächst kein Gras mehr, wo ich hintrete. Das ist schon echt ein dicker Move gewesen, wie die Gangster das sagen. Toll, schon wieder meine Hose. Oje, oje, ist sie weitergerissen. Mal, das mit der Hose kann ja nicht angehen. Schon wieder kaputt gegangen. Ja, soll ich die schnell flicken? Hast du was dabei dafür? Ich kann eben schnell... Einmal, du musst nur einmal dein Po zeigen, bitte. Ja, aber in die Richtung sind sie nicht. Aber, ja, natürlich. Und? So, dann lass mich mal gucken hier. Oh, warte, ich nehme die Arme hoch, dann geht das der ist aber weit hoch. Gegangen. Achtung, ich stech jetzt rein. Nein, pass auf. Wie bei uns nachts. Oh, Entschuldigung, oh, Twinkie. Oh, atme den einfach weg, kennst du. Das stinkt. Oh. nicht bewegen, bitte. Ich bin hier noch. Ich hab Angst, dass du mich piekst. Ja, alles gut. Achtung, hier kommt der nächste Stich. Hutzi. Ich hab nichts gemerkt. Ja, das ist gut. Wie viele Stiche brauchst du für die Hose? Arschbacken gleich an der Hose. Da passiert gar nichts mehr. So. Wie viele Stiche brauchst du? Ja, ist gleich fertig. Beruhig dich. Ne, ist ja ein relativ großer Riss hier. Ja. Was denn? Was so lustig? Ja. Nur weil ich keine Boxerschutz trage? Nein. Ich bin ein Freigeist. Da guckt der halbe Bibis raus. Warum trägst du den? Warum trägst du denn schon wieder keine Boxerschuhe? Das war zu anstrengend. Hier, guck, ist fertig. Fertig? Ja. Guck, man kann dich frei bewegen. Schüttel dich mal. Ich teste das jetzt. Ja, schüttel den Speck. Ob der den Belastungstest standhält. Oh. Ja, das sieht doch gut aus, ne? Bisschen weiter auseinandergegangen, die Naht, aber halt noch. Trotzdem, ja. Man sieht nur ein bisschen Schlitz, aber das ist ja. Ja, wie bei dir. An der Seite vom T-Shirt. Das gerissen, da kann ich auch nichts. Was war das denn? Was habt ihr gemacht? Ja, Twinkie hat die Hose genäht. Ach, du hast sie direkt genäht? Ja. Aber ganz vorsichtig, du hast sie nicht getroffen, oder? Nur ein bisschen. Das nur ein bisschen? Tut später einmal kurz weh, aber das ist okay. Ja. Ja, solange du die Hose nicht mit dran genäht hast. Ja, nur ein bisschen. Wie gesagt, hab ich euch schon meinen Knaller gezeigt? Oh. Jetzt zünden. Ehrlich aus. Den muss ich immer im Klo werfen, wenn ich auf Toilette war. Ist das eine Duftkerze? Ja. Trinke mir jetzt was eingefallen heute Nacht. Meinst du, wir können... Stickst du gerade, oder? Schlimm, wenn mich das geil macht. Okay. Boah, ich hab echt Hunger, ne? Ich kann dir noch ein paar Nuggets anbieten. Ja, gerne. Immer rein damit, sag ich, ne? Am Peanut kriegst du auch welche. Gleich hau ich mit der Rohrzange zu.
Meint ihr, wir können beim Burgerladen so ein, so im Voraus schon bezahlen? Im Wie Voraus? So eine Geschenkkarte? So eine Flatrate einfach. Ja, genau. Einfach denen monatlich Geld geben, dann kannst du so viel essen, wie du möchtest dort. Ja, das wäre doch schön. Boah, da gibt's doch bestimmt Gutscheine, oder nicht? Aber ich will eigentlich nicht mehr hin, da sind nur Asoziale. Ja, aber vielleicht hast du ja Glück. Markus ist einfach verschwunden. Markus, bist du im Auto? Markus? Nein, hat er abgeschlossen. Oh. Markus? Hast du schon wieder was verloren? Oh, die Kimme juckt, ne, und die Flöckchen, ne, die sammeln sich auch nicht von allein. Klabusterbären, sag ich mal so, ne. Bist du noch aus der Badewanne rausgekommen? Ja, offensichtlich, sonst stellen sie doch nicht hier. Zum Glück war Winnie noch da. Ach, stimmt. So, wie bist du aus der Badewanne rausgekommen? Ja, wie gesagt, also nach einer Stunde mit einem Staubsauger kam der Winnie dann auch und hat mir dann rausgeholfen. Das war echt dann, also ich dachte, ich bin da echt noch 3 Stunden, weil du kennst den ja, ne? Einmal ein wenn Staubsauger, einmal anfängt zu immer ein Staubsauger. Dann. Aber noch schlimmer ist, wenn er richtig sauber bei euch sein. Oh. Wie wenn bitte? Wenn er so lange staubsaugt, dann muss es ja richtig sauber bei euch sein. Eigentlich nicht. Wenn's so wäre, wenn es mal an dem richtigen Ort sauber wäre. Ja, der saugt nämlich immer an dem Dödel. Ja, ja. Das ist ein ganz ekelhafter, der Winnie. Ja, dann ist der auf jeden Fall sauber. Ja, das stimmt, aber das geht der uns ja heute nichts an. Der hat immer dreckige Fingernägel und ganz lange. Ja. Sehr lang sogar, aber ich muss sagen, ist schon echt schön, wenn er dann den Kopf krault oder den Rücken krault. So, das fühlt sich schon echt gut an, will ich sagen. Aber sieht halt nicht schön aus. Ich muss ja nicht hingucken. Ja. Wo ist denn eigentlich der Sheriff in der Stadt? Nee, ey, das ist echt der schlimm. Sheriff? Mhm. Es gibt viele Sheriffs. Oh. Die sind oben in Paleto, da waren wir doch sogar. Nein, ich meine, wo ist deren Hauptquartier? Oh. Ja, da waren wir doch. Da haben die doch sogar gesagt, da hängt ein Bild von dir. Ach, ganz oben in Paleto. Genau, das ist das Sheriff Department. Und die fahren immer von da oben runter in die Stadt. Ja. Hm. Und manchmal fahren die hier unten aus der Stadt auch hoch zu denen in Paleto. Oh, völlig. Ja, was erleben wir heute denn für Abenteuer? Also, ich weiß nicht, wir müssen noch die Geister jagen. Ja, oben, ne? Ja, genau, ganz da richtig. Heute machen? Ja, können wir gerne machen. Du weißt aber, da musst du die Geister auch beschwören, ne? Ja. Bei den Maxis oder oben ja, genau. An? Ja, das sieht wohl so aus, dass wir die jetzt langsam jagen können, denn soll ich heute die mal fragen, ist zufällig ob die heute der Zeit 25. Haben? Und das ist ein super Abend, um Geister zu jagen. Ich ruf mal an und frag, ob die da Lust drauf haben, ob die das ja, heute bitte. Machen wollen. Also die Geisterkerze habe ich ja schon, um die zu vertreiben. Den Weihrauch. Aber hast du es noch drauf? Kannst du noch mit Geistern reden? Ach, gib mir 15, 20 Minuten. Wie, aber erzählt mal, wie spricht man denn mit Geistern? Ja, habe ich noch nie gehört. Dafür brauchst du schon das gewisse Etwas und ich sehe es dir schon an. Ach. Du hast es nicht. Oh. Also frag gar nicht weiter. Aber was muss man denn erlernen, um das irgendwann eventuell drauf zu haben. Du musst ja, Medium also sein. Du musst Medium. Schon das gewisse etwas, eine Verbindung quasi zur Geisterwelt haben und dein Gesicht schon passt nicht da rein. Nee. Also die sind die auch recht Geister oberflächlich. Bin ich noch zu lebendig so, dafür, ja. Nee, es ist einfach muss schon hübsch sein, um damit die Geister in dich reingehen und sagen, jo, hier bin ich quasi. Und ich sehe dein Gesicht und das sagt, nee, ich bin hier definitiv nicht. Ah, schade. Aber wie du siehst an mir, ich bin da. Ich bin eine Naturschönheit, wie man so schön sagt. Und ich kann das machen. Ich bin was im Bauchnabel, ja. Ich spüre das. Sag mal.
Soll ich mal gucken? Also ich sehe da nichts. Ich glaube, da ist es noch ein Ferrero-Küsschen. Warte mal kurz. Hey, ich habe was gefunden. Kein Ferrero-Küsschen. Habe ich das nicht ausgelutscht? da war ein Stück Rhabarberkuchen drin. Ja. Rhabarberkuchen. Was hast du schon wieder gemacht, so mit mir geschlafen? Scheiße, wer tut denn so was da rein? Oh, Rhabarber, diese Kopfschmerzen. Es ging mir gerade echt voll. Ach, na sowas. Wer ist denn da? Hallo, geht's dir gut? Ja, willkommen auch, Markus. Ja, wo ist Lisa hin? Ja, die ist da drüben gleich. Die telefoniert immer nur an der Strippe, diese Frau. Immer nur an der Strippe, ne? Immer nur am Telefonieren, ne? Die Frau ist wirklich beschäftigt, ne? Ja, also ich muss ehrlich sagen... Habe ich ganz kurz, einfach kurz die Augen zugemacht im Auto und zack, eingeschlafen. Kann man... Einfach ich hab Hunger. Ich hab noch einen Kaffee hier. Einen Kaffee trinken. Ich hab im Kofferraum ein bisschen was zu essen. Ich hab so eine kleine Snacktasche immer. Ich will frisches. Boah, aber was zu trinken? Hast du den Rhabarberkuchen schon gegessen? Ja, klar hab ich den gerade gefressen. Sehr gut. Sonst wird er noch schlecht. Ja. Aber willst du schon wieder in die stinkige Wüste nach oben? Leute, ich muss wirklich los. Es tut mir leid. Okay. Pass auf euch auf. Tschüss. Gott, auf Wiedersehen. Tschüss, Lisa. Ja, Leute, ich hab eine sicke Karre. Damit können wir durch die Gegend. Ja, sollen wir damit fahren? Ja, nur zu. Wir haben auch letztes Mal doch die Kirmes fotografiert. Dann ab in den Panzer. Ey, was hab ich denn jetzt verpasst? Oh Gott, diese Muskeln. Warum ist das so weit weggeparkt? So bewegt. Peanut! Ja. Hab ich was verpasst? Was denn? Wohin geht ihr? Weiß nicht. Geister jagen? Nö, Lisa musste weg. Wir können keinen Geister jagen. Lisa, warum muss denn Lisa weg? Wieso können wir keine Geister jagen? Hey, pass dir auf mit deinem Arsch, dass du mich nicht anfährst. Wir fahren da einfach hin und wenn die da sind, sind die da und wenn nicht... Wir fahren Geister austreiben aus dem Haus. Wir können natürlich auch nochmal kurz Zwischenstopp beim Mirror Park machen. Du musst doch noch was zum Essen hier, ne? Was ist denn der Mirror Park? Ah ne, warte mal, Würfelpark. Oder wir können mal runter zu Sea Cave. Ich hab gerade eine Torte gekauft. Ja, was, Sea Cave? Hättest du Bock auf Burger? Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Naja, also davor ein Happen oder nach ein Happen, das ist so. Wir können uns ja gleich bei dem Bürgerland treffen. Ihr müsst euch jetzt, ne, also, bitte. Also wir gehen kurz Geister jagen und dann können wir uns beim Bürgerland treffen. Ich rufe dich an, Mann. Nur auf uns. Ich weiß nicht, ob ich dann noch wach bin. Ich muss vormorgen früh dann aufstehen, sei gefälligst wach. Okay, Peanut, ey. Reiß mit O. Das war der Frontscheinwerfer. Oh Mann, Peanut. Fahr schnell, der will mich verkloppen. Du verklumpen. Kannst deine Speckbeine nicht über das Auto rollen, ey. Das fällt nicht mehr. Denn? Das ist total schaden. Okay, weißt du noch, wo die gewohnt haben, ungefähr? Nö. Irgendwo ja, okay, dann, Schnellstraße. Schnellstraße. Ja, okay. Kannst dann du fahren mit Auto fahren? Ja, klaro. Nur die Kurven kann ich nicht so gut, ne? Aber ich versuche einfach so wenig Kurven wie möglich zu fahren. So, ich glaube, hier müssen wir rein. Oh Mann. So was. Hast du mit dem Bauch gelenkt? Nee, warte, wo sind wir überhaupt? Ich glaube, wir müssen hier doch noch nicht rein. Oh je. Ich sag's, die Kurven du sind einfach das schon, nicht mein. Ich glaube nicht. Oh, ja. Oh, bist du einmal in der Kurve, kommst du nicht mehr raus. Nee. Ja. So, da sind wir doch schon. Das war jetzt aber ein Kampf, ne? Ja, ich saß dir, das ist nicht einfach. Ne? Aber mussten wir nicht abbiegen? Ich glaube schon hier, ne? Oh Gott, ach komm. Du kriegst ja schon hin. Ja, alles eine Frage der Übung. Oh je, eine gesperrte Straße. Wo kommt die denn her? Die war schon die ganze Zeit da. Ach wirklich? Lauf!
Ein. Du kriegst das schon hin. Ja, ja. Ich glaube, wir müssen hier rein. Hier. Oh je. Hey, pass auf. Ich kann mich nicht anschnallen. Oh je. Nee. Oder gibt's was zu essen? Oh, da hier geht's gerade auf. Ja, jetzt hab ich's auch. So. Boah, du kannst echt gut fahren. Oh. Ja, manche Autos brauchen so Zeit, bis du die kontrolliert hast. Ja. Upsi. Kann sein, dass du mit deinem Bauch längst. Wieso? Was? Mit dem... Oh je. Hey, das Auto keine sehr... Nee, noch ein bisschen. Okay. Oh. Das ist sowas, ne? So, jetzt müssen wir nur noch geradeaus. Hast du schon wieder was im Mund? Na, immer. Das sieht ganz komisch. Ja, was? Hat dir schon mal jemand gesagt, dass dein Seitenprofil ultra sexy ist? Oh, danke. Weißt du, war das? Weißt du, da guck, da fahren wir gleich hier. Oh mein Gott! Ran. Moment, sobald ich es geschafft habe. So, guck mal. Nein, nicht küssen! Nicht knutschen! Ja, ja. Dauer! Oh, das stimmt. Ja. Jetzt hast du extra angehalten, um mich zu knutschen. Wir waren doch noch nie an diesem Gefängnisding, ne? Welches Gefängnis denn? Ja, komm doch, da oben, pass auf. Da ist doch oben irgendwo so ein State-Ding angesagt. Ach so, ja, das war hier irgendwo, ne? Meinst du, wir können da hin und fragen, ob wir Verbrecher fotografieren dürfen? Boah, glaubst du, wir dürfen rein? Weiß nicht, man kann. Vielleicht machen die so Touren, so Touristen. Die fragen einfach so wie du letztens bei mir, okay? Was? Oh mein Gott! Wann, was habe ich dich gefragt? Was? Ich weiß auch nicht. Was? Was machst du da für Anspielungen? So, warte hier. Ah, nee. Oh mein Gott! Früh, oh, nee. Pass auf! Oh, guck mal! Du bist echt eine gute Fahrt, oder? Wir müssen, glaube ich, links abbiegen gleich. Ja, links. Zuerst muss man ja so ein bisschen nach rechts drehen, um nach links abzubiegen. Ja, genau. Ja, ja. Oh, 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 oh. Das war knapp. Ich muss das bei dem Auto noch etwas wehren, ne? Das ist ein bisschen empfindlich. Sollen wir uns vielleicht ein Auto mieten? Also das ist ja quasi gemietet, ne? Wie viel zahlen wir dafür? Ja, gar nichts. Ja, dann ist das noch nicht gemietet. Ja, aber wir haben's ja. Boah, die haben ja große Satellitenschüsseln. Ich gehe einfach nicht mehr ans Telefon, wenn der Nico anruft. Warum? Oh mein Gott. Und dann muss ich es ihm auch nicht mehr zurückgeben. Oh, komm, jetzt geh wieder geradeaus, bitte. Du musst das Lenkrad gerade halten. Ja, tu ich. Oh. Also, ich versuch's. Ja, jetzt war es gerade. Jetzt ist es geradeaus. Oh, da kommt wieder eine. Oh. Oh. Oh, das da rechts sind bestimmt Verbrecher. Oh, oh. Ja, sie ist. Oh, perfekt. Parken üben wir nochmal, ne? Hi. Alter, wer bist seid du? Ihr Verbrecher? Ja, doch. Wer bist denn du? Ich bin Peanut und wer seid ihr? Alter, wollen wir Freunde werden? Ja, hallo auch. Twinkie, das sind Verbrecher. Echt? Ich war gerade im Knast, ja? Oh. Du warst genau deshalb sind wir hier. Geil, wollt ihr auch in den Knast? Wir wollen uns die Verbrecher mal angucken. Bitte. Was, die Verbrecher? Ja, hier bin ich einer. Ja, dein Hinterkopf ist du bist ein Verbrecher? Ja, ich war gerade im Knast. Darf ich fragen, warum? Ich hab einen Arschschuss bedroht. Du hast einen Arschschuss bedroht? Ja, genau. Und warum tun sie sowas? Aus Langeweile. Aus Langeweile? Ja.
Okay. Warte, ich kann das Camping runternehmen, dann ist das Bild noch schöner, warte. Okay. Ja, guck. Kannst du Schnute machen? Warte, ich mach eine Schnute, warte, so, gib mir eine Sekunde. Ungefähr so. Warte. So. Oh. Ja, Baby, ja. Ja, gib's mir. Ja. Oh. Danke, oh. Jetzt guckt jeder rein ins Bild. Jetzt guckt jeder rein. Danke. Ja, dann wird den Doppel. Und warum haben Sie jemanden bedroht? Weil er mir auf den Sack gegangen ist. Okay, und oh. Heißen Sie wirklich Peanut? Verhauen? Ich heiße Big Peanut. Peanut? Das ist mein Ausweis für mich? Also nur Interesse halber, ich will wissen, wie das geschrieben ist. Hier kann der mich versteckst nicht du dich finden. Auch vor Peanut? Hier kann er mich nicht finden, der böse Mann. Oh, Scheiße. Oh. Erdnussbutter. Schnell weg. Ich schieb. Noch ein Peanut. Guten Tag. Hallo. So, okay. Ach du Scheiße. Mich hat jemand verfolgt. Wer hat sie denn verfolgt? So ein Verbrecher, der hat eine Marshall bedroht. Wer hat einen Marshall bedroht? Jetzt ist er bei dem Gefängnis. Nee, 17 ist Grove Street. Oh. Der hat da vorne einen Marshall bedroht. Ja, und deshalb war der im Gefängnis. Achso, der Kerl. Mm, genau. Ja, der hat seine Strafe schon bezahlt. Und ganz unten ist 40-17, ja. Alles Gute mit dem Schwindel, wollen Sie sich vielleicht mal hinsetzen? Oh Gott, okay. Entschuldigung. Wo ist denn mein Babybulette hin? Die ist gerade in ins Gebüsch sich erleichtern. Achso, jo, kacken müsste ich auch mal. Jo. Brauchst du aber zum Abwischen? Hier durchpassen. Mhm. Hast du Tempos? 2, 3, 4. Nö, meine Hose. Okay. Ja. Twinkie? Ja, gerne. Ah, warte mal. Twinkie? Twinkie! Twinkie. Machst du Pibi? Hallo? Bist du auf Beutejagd? Sollen wir uns anpirschen? Was machst du? Ja, ich muss auch. Ja, mach mal einen Meter daneben, okay? Weil der sprüht hier gleich echt los. Ich sag's dir. Jetzt Achtung, okay? Nein, schon, ich guck's gar nicht. Oh mein Gott, Alter, jetzt Maul. Aber ich muss gar nicht. Wo bin ich? Hilfe! Ja, stimmt, Da Vinci. Leider, dass ich jetzt gerade kein Klopapier zur Hand hatte. Ja, hey, aber wie ist das mit euch, wenn es so richtig losspritzt? Ne? Was macht ihr denn? Also ihr könnt doch nicht immer Blätter am Popo reiben. Ich mache immer eine Zwischenspülung. Eine Zwischenspülung? Im Busch. Ja. Bei uns schlecht das im Busch, ne? In Toilette. Was der Busch hier bei uns schon alles gesehen hat, ich glaube, der würde weinen, wenn er umgeht. Boah, wenn der reden könnte. Blätter sind da ja schon unangenehm, helfen aber wenigstens ein bisschen. Ja, eben. So also, Twinkie und ich hätten mal eine Frage. Ja, bitte. Wir kommen aus Arizona. Mhm. Und wir möchten gern, ist das hier möglich, Asoziale zu fotografieren, die im Gefängnis sind? Nee, da muss ich sie leider enttäuschen. Echte Gangster. So richtige Gangster? Nee, da muss ich Sie leider enttäuschen. Das wird gegen das Persönlichkeitsrecht von den Häftlingen verstoßen.
Ja, aber wenn wir keinen Namen dazu schreiben und das Gesicht dafür pixeln. Das ist egal. Wo finden wir denn solche asozialen freien Natur? Da wäre hier mein Zeug. Ja, South Side zum Beispiel. Oh, das ist doch der Pinsel, oder? Achso, ich hab dein Zeug. Warte mal, ich würde mal ganz pauschal empfehlen, hallo. Würfelpark. So, einmal eine Taschenlampe, eine andere Taschenlampe. Nein, du bist doch der Pinsel. Und der Tennisball. Oh, danke schön. Du steckst mir mit Zeug zu. Ja, bitte schön. Der war mal angemalt mit roten Haaren oder so. Wie ein echter Gangster, glaube ich. Haben sie mich jetzt auch fotografiert? Ja. Sie sind wahrscheinlich sie mit drauf. Kann du bist ich so jetzt breit, sagen, du bist auch weggerutscht. Kein Problem. Ich habe da kein Problem. Wo findet man denn solche asozialen und freien Natur? Am Würfelpark. Könntest du mal vom Yellow-Check angucken? Oder in der South-Side. Ja, ich muss los, ne? Ich wünsche euch noch rein, Pinsel. Wo ist denn das Yellow-Check? Das ist, wenn sie hier einfach aus dem State rausfahren, dann vorne links abbiegen. Das ist so eine Biker-Kneipe, so eine Rockerbar. Und da gibt es so richtig asozial. Wegen eines Marshall-Hundes. Das wär, kann ich Ihnen Dienstleiter nicht bestätigen. Genau. Ich würde es einfach mal versuchen. Wir sagen es auch nicht weiter, aber wir fahren einfach nur. Genau, fahren Sie da einfach mal vorbei, dann können Sie sich selbst davon überzeugen. Hoffentlich haben die da eine Toilette. Nee, nicht der schon wieder. Ich glaube, der Fies war durch. Also die Toilette da. Er ist gerade weggelaufen. Sie waren auch im Busch. Ja, ich habe aus Versehen. Ich bin ausgerutscht, als ich mich hingesetzt habe. Und da habe ich aus Versehen mit dem Fuß getroffen. Heute ist wieder ganz schrecklich mit der Kimme, wirklich. Ja. Also in dieser Faust was Schabes ja, ne? Ich glaube, der ist im Gebüsch. Das ist auch so viele Leute. Ich wollte dir ein Bild von uns zeigen. Könnt ihr da vorne mal ein bisschen leiser sein, bitte? Danke. In der Southside sind asozial in meinem Burgerladen. Case, ja gut, keine Ahnung, ob die jetzt asozial sind. Ich hatte da noch nie Probleme. Auch nicht. Essen ist auf jeden Fall super wirklich. Und wo ist das Yellow-In? Das Yellow-Check-In ist praktisch da hinten. Wenn sie da aus dem State-Gelände rausfahren, genau da hinten so. Da. Okay. Wenn sie aus dem State-Gelände rausfahren, dann einfach links abbiegen. Und dann sehen sie rechts schon den Laden. Werden sie denn oft Leute festgenommen? Wir nehmen die weniger fest, als dass wir die einfach dann nur in die Zellen stecken praktisch. Aber die kommen ja dann hierher, ne? Ne, meistens holen wir sie dann. Meistens holen wir sie beim PD ab. Ach so, okay, ja gut. Ja, dann vielleicht machen wir uns da nochmal schlau. Vielleicht einfach nach einem Zellenpraktikum fragen, dass wir in der Zelle gesteckt werden. Ja. Ja gut, bei uns gibt es eigentlich ganz gutes Essen. Vor allem Yellow Check-In da vorne. Also Erbseneintopf und so kriegt man den Zellen. Ach wirklich, ich mag gar keine Erbsen. Da kriege ich die übelste Blähung voll. Das wäre im Gefängnis natürlich nicht von Vorteil. Ne? Twinkie, sollen wir da mal hinfahren? Ja, lass uns mal da vorbei. Okay, wir gehen uns asozial mal angucken. Jo, danke auf jeden Fall. Wenn die uns verkloppen, rufen wir den Sheriff. Also wir können auch einfach, wenn die euch kloppen wollen, dann können sie auch einfach hier anrufen. Okay. Alles klar. Weil wir sind schneller da, denke ich. Okay. Ist denn die Nummer? Ja, das ist die 914. 914, alles klar. Wie deine Kleider. Dankeschön. Ja. Tschüss. Schönen Abend noch. Entschuldigung. Oh, da jetzt mir weh. Also hier vorne ist das irgendwo. Oh Gott. Ja, können wir das mit den Geistern dann mal anders machen? Ja, das können wir machen, wenn es uns passt. Dir passt es anscheinend gerade nicht. Vorsicht, ich muss vorbei. Und was ist das jetzt? Ist das jetzt so ein Essensladen wieder? Was? Dieses Yellow-In? Ja, da gibt's wohl auch Essen, so wie ich das verstanden habe. Ne, ein Eintopf und so. Fragen war mal einfach ganz höflich. Oh, wenn du isst, ne, dann krieg ich auch immer Hunger. Dann musst du auch was essen. Heil nicht, dass du dir gleich nur in den Finger beißt.
Oh, das war gut, ja, ja. Wie lange sollen wir noch Urlaub machen? Ist schon schön hier, ne? Ja, ist halt anders als unser langweiliges Ötchen. So, hier links. Hallo, Bülle, Bülle, Büchse, du alter Wichser. Moin. Wie geht's? Soweit ganz gut, was kann ich für dich tun? Du hast mich angerufen. Ich hab schon wieder vergessen, wollte ich glaube ich auf ein Stück Torte einladen. Weil sonst kommt ja nichts mehr. Okay, danke. Aber schauen wir doch mal nach. Okay, Büchs, dann weiß Bescheid. Alles klar. Tschüss. Tschüss. Uiuiuiuiui. Was ist das denn für ein Weg hier, ey? Du musst ja vorsichtig sein. Ich glaube, der Büchs will nicht mein Freund sein. Hallo, Büchse! Hallo? Ah, sorry, du warst doch Peanut, ne? Ja, ich bin Peanut. Ja, jetzt muss ich dich endlich mal einspeichern. So. Aber leider war nämlich, als du dich das letzte Mal angerufen hast, hab ich dann... Oh, der hat einfach aufgelegt. Twinkie? Hallo? Twinkie? Ja. Was ist? Geht's dir gut? Ein Moment, bitte. Gerade juckt's echt extrem. Vielleicht sollten wir mal in Duschen, Bahn gehen. Wir können doch auch mal zu dieser Kirmes fahren, die wir gesehen haben. Oh ja, die Kirche. Nein, ja, keine Kirche. Lass mich eben parken, okay? Nein, du parkst Achtung, doch. Vorsicht. Aua! 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 Arschloch! Ich hasse dich! Penner! Nö, das ist so weit. Oh, da vorne sind welche. Aua. Oh, du hast mir wehgetan. Schnäuzchen, was denn passiert? Ja, du hast mich angefahren. Nein, guck Gib mal. Gib Küsschen aufs Aua. Nein, mach das nicht. Wir werden bestimmt beobachtet. Ich hab nur gepult. Ach so, okay. Ja, okay, ich verstehe schon. Meinst du, wir haben gutes Essen? Ja, ich hoffe doch. Oh, da sind schon die Kellner. Die sind aber dünn. Oh. Ja, hallo, wir hätten echt übelst Hunger. So. Also... Und wir haben gehört, hier gibt's wohl was zu essen. Genau. Ja, ist das so richtig? Ja, das ist richtig. Was haben sie denn hier so an Spezialitäten? Toni, du bist gerade angestellt, gell? Ja. Ja, dann mach du mal die Herren, weil Pi hat's ja noch nicht. Und die Dame. Ja. Ich wollte gerade sagen, ich rede zwar wie ein Herr, aber ich bin eine Frau. Nee, alles gut. Ich das hat mich keine noch verbessert. Angezweifelt, um Gottes Willen. Oh ja. Ich würde Ihnen tatsächlich die Karte zukommen lassen, wenn Sie möchten. Dann könnten Sie die gerne studieren. Ja, das wäre super. Kann man noch Platz nehmen? Echt Hunger. Weil ich habe Rücken. Echt wirklich da auf dem Sofa? Wäre das möglich? Ja, natürlich. Ja, das sehe ich doch genug. Lass ich die Karte mal per Bluetooth zukommen. Ach so, ja, natürlich. Dankeschön, das ist sehr nett. Dann setze ich mich mal erstmal hin. Ich auch, ich habe Rücken. Boah. Oh. Oh. Und, hast du die Karte? Ja. Kannst du mir wieder vorlesen? Ja. So, der Herr, Ihr Bluetooth-Signal, womit fängt das an? Boah,
ich hab das denn hier gerade in der Hand hier. Mm. Also okay, alles was ich bestelle, ich hab schon, ich hab das Signal schon empfangen. Also, alles was ich bestelle, hätte ich gerne einmal doppelt. Ja. Wir hätten gern einmal Bratkartoffeln. Mhm. Burrito. Chili con carne. Ein Erbseneintopf. Gulasch. Ein halbes Hähnchen. Und langsam, Steak. Langsam. Bratkartoffeln, Burrito, Chili. Erbseneintopf. Gulasch? Ja, ein halbes Hähnchen, Gulasch und ein Steak. Mhm. Dann hätten wir gerne 2 Chicken Burger mit extra Chicken, aber ohne Salat. Ja, kriegen wir hin. Außerdem hätten wir gerne 2 Lost Dogs. Mhm. 2 Mad Eagle. Ja. Mal schauen, was haben wir da denn? Och, na sowas. Dann hätten wir gerne 4-mal gebratene Mandeln. Mhm. Und was haben sie denn zu trinken? Mich mal. Ach, dann nehmen wir doch mal 6 Gläser Cola noch dazu. Ja, Ahornsirup haben wir leider nicht, nein. Hm, Kakao? Auch nicht. Scheiße. Ja, ich setze mich dafür ein, dass wir das auf die Karte bekommen. Hey, das wäre super. Hallo. Was soll auf die Karte? Kakao und Ahornsirup. Kakao? Ja. Oh, ich hätte gern noch ein Sex on the PD. Ja. Du sollst doch keinen Alkohol trinken. Oh, aber ein Gläschen geht schon. Hier ist aber kaum Platz noch. Ich kuschle aber gerne. Ich darf nicht mit dir kuscheln, ich bin verheiratet. Das ist ein Grund, aber kein Hindernis. Ich mache eure Bestellung mal fertig. Guck mal, ich passe hier noch voll rein. Kuschel doch mit der. Nein, ich hab war nicht duschen. Also soll ich jetzt wieder gehen? Oh, Entschuldigung. Das ist zum Teufel, Junge. Ja. Oh, das ist aber ganz schön umstinken. Oh, das stinkt. Was esst ihr? Alles? Arbeitest du hier? Nee. Ich arbeite beim SD. Bist du ein Sheriff-Frau? Ja. Zeig mal deinen Handschellen. Habe ich leider nicht mit. Also hast du hast doch eine Pistole? Gegangen. Ja. Oh. Ich hatte auch mal eine Pistole. Aber? Die ist kaputt gegangen. Hast du zerdrückt? Bist du draufgefallen? Aus Plastik. Ach so. Die hat Kugeln geschossen. So eine Farbkugeln? Ne, normale Plastikkugeln. Tun auch weh. Was ist denn tun, überhaupt? Sheriff zu werden? Sportlich sein? Bin ich. Ein bisschen was in der Rübe haben? Hab ich. Ja, perfekt. Dann eine Bewerbung schreiben. Ich bin zu faul. Dann hast du Arsch gerade. Ich bin gleich wieder da. Hey, ich komme mit Hilfe. Du Schisser, ich tu dir doch nichts. Nein. Ich habe Angst vor dir. Warum? Weiß nicht. Was genau? Warte auf mich. Ja, wo gehst du hin? Ich lass mich doch nicht alleine. Ja, ich wollte ja nur kurz zum Auto. Das ist... Hallo! Das ist doch deine Freundin! Lass dich drücken! Ja, lass du dich mal drücken, Mädchen! Ey, komm her! Komm zwischen meine Speckarme! Geht's dir? Die wollte mit ja, mir kuscheln, wundergut, Twinkie. Ne, wundergut. Ich wollte gerade zum Auto eben was weglegen. Ja, mach das mal. Ich geh mal schnell bestellen. Das dauert ja ein bisschen. Alles klar, mach das. Kuss, Kuss. Die wollte mit mir kuscheln. Jetzt Kuss, Kuss. Was, hör mir doch mal zu. Ja, bitte? Ja, die wollten mit mir kuscheln. Ja, letztens warst du nicht so abgedeihen. War ich wohl. Also, das wüsste ich doch. Außerdem ist mit dir was anderes. Mit mir? Ja, mit dir kuscheln. Ja, das meine ich doch nicht. Sondern?
Becknäschen. Was meinst du denn sonst, Babybulette? Ja, schon wieder. Ich weiß, du willst immer an diesem Bauch dran. Ja. Jetzt lass mich nicht hier so stehen alleine. Dann suche ich mir neue Freunde. Wie bist du ins Auto geklettert? Lass mich nie wieder alleine. Tina, schau nicht in den Kofferraum, okay? Warum? Schau einfach nicht rein. Wo? Ich weiß gar nicht. Warte einen Moment, okay? Was? Die 400 Bitches. Was hast du da reingeschaut? Twinkie, wo hast du das alles her? Ich kann das bestimmt erklären. Woher hast du das alles? Ich glaube, das war der Typ, der mir das Auto geliehen hat. Der hat da Zeugs reingetan? Ich glaube, der dachte sich so, hey, das kann die Twinkie bestimmt gebrauchen. Da sind locker 70 Döner. Das wird aufgegessen, Fräulein, ne? Hier wird nichts verschwendet. Wo kommt? Davon wusste ich ja nicht mal was. Lüg aber nicht. Ja gut, ne? Dann lass uns mal unsere Bestellung. Lüg nicht, Twinkie. Was soll ich denn lügen? Da war doch schon wieder Teleshopping-Kanal. Du hast doch schon wieder bestellt. Erzähl doch nicht. Erzähl du nicht. So, ich habe eure Bestellung fertig gemacht. Oh, schon fertig. Ach, wundervoll. Gekommen? Ja, natürlich. Ich gehe davon aus, der Herr bezahlt? Ja, richtig. Natürlich, habe ich mir gedacht. Oh. So, dann hätten wir 1080 Dollar. Ich bin was zu futtern. Natürlich. Ja. Ehrlich. Bestell dir mal die Rechnung aus. Einfach das Kärtchen drauf. Oh, da hab ich die Rechnung bekommen. Dann zeigst du. Einen Moment. Alex war ja noch drin. Ja, also, sie müssen die Dame schon einladen. Wir haben so einen richtigen... Du frisst mir die Haare vom Kopf. Das dürfen sie so nicht sagen. Doch. Um Gottes Willen. Sehr gut. Moment, das ihr steht zu nah beieinander, ne? Ja. Geh mal einen Schritt. Also, weiß ich nicht. Frauen. Ich sag es ihnen. Wir sind alle nicht einfach so. Nee, ich weiß. Aber ohne uns könnt ihr da nicht, ne? Und ihr könntet nicht ohne uns. Das ist absolut korrekt. So, ich darf ihn alles in die Hand drücken? Nee, die Twinkie nimmt alles. Okay, nein. Okay, dann gebe ich es ihrer herzallerliebsten. Ich hatte nur eine. Und das so. Du musst die Tüten nehmen. Ja. Wo ich im Taxi saß. Das ist aber nicht gentleman-like hier, ne? Ja, so ist das irgendwie. Hier ist noch eine Banane drin. Ja, kann sein. Sollen wir die mitnehmen? Ja, klar. Twinkie? Und einen angebissenen Apfel. Ja, hau die Stelle rein. Wegschneiden. Auch mitnehmen? Ja, ja. Okay. Danke herzlich. Genießen Sie den Sex on PD, der ist super. Jetzt verleiten so, sie nicht zum Fremdgehen. Der Herr hat schon gezahlt? Ja, alles bezahlt. Habe ich alles super. Gezahlt.
Dann lassen Sie sich schmecken und ich hoffe, Sie beehren uns bald wieder. Ja, gerne, aber gerne, doch, wenn es schmeckt. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Ja, auch. Danke. Wir müssen uns nochmal darüber unterhalten. Über was? Über unseren Kofferraum. Ja, wenn ich dazu eine Erklärung hätte, ne? Können wir hier wegfahren? Komm, wir gehen bei diesem Haus vom Kingo. Das ist seltsam hier. Warum? Weiß nicht, fühle mich hier nicht wohl. Aber die haben uns doch nur was zu essen gegeben. Ja, aber hast du gemerkt, wie schnell die das Essen fertig gemacht haben? Ja, schon. Das ist alles Mikrowellenfraß. Ja, willst du es wegschmeißen, oder? Nö, das wird gegessen. Ja. Sollen wir uns bei dem Haus hinsetzen? Was? Ja. Beim Ringo zu Hause? Ja, klar. Da stört uns keiner. Weißt du noch, wo das ist? Das war hier irgendwo. Ach, Manu. Ah, so kann ich fahren. Was ist? Wie geht's denn gut? Autofahren ist so anstrengend. So. Ach komm. Ach nee. Soll ich dir helfen beim Lenken? Nein, nein, schon gut. Ich komm da schon hin. Jeden Augenblick. So, da geht's doch. Upsi! Oder wir können hier vorne irgendwo. An der LKW-Raststätte oder so. Ja. Wenn die das haben, ja, ja. Aber hast du gehört, was der gesagt hat? Geht's dir gut? Ich bin einfach so fertig heute. Du warst es aber auch schwer, ne? Wir könnten zum Tinderfeld. Wo ist das denn? Das war hier links gleich irgendwo. Links? Nein, jetzt noch nicht. Ach so. Oh. Ja, ich glaube, wir können ja nicht weiter. Super, Twinkie, super. Und super. Das hast du super gemacht. Jetzt können wir einen Abschlepper rufen. Du Bescheuerte. Du kannst kein Auto fahren. Das Auto. Lass. Wir müssen einen Abschlepper rufen. Ja, komm, steig du zuerst. Bist du bescheuert? Ja, wie soll ich denn raus? Oh Gott. Warte, oh mein Gott, oh mein Gott. Ach, ich hab's da nicht weit zum Boden. Ja, super. Jetzt, ich hab keine Ahnung. Hilfe! Ja, gut. Scheiße. Wir sind da kommt ganz jemand. Schön am Arsch. Hilfe! Oh, der Ruf mal die Polizei an. Wir brauchen die Nummer von Abschleppunternehmen. Ja, das fragt die Polizei, okay? Oder so. Hallo. Hi. Ja, moin moin. Haben Sie eine Nummer von einem Abschlepper? Das ist eine gute Frage. Sekunde, ich guck mal kurz. Schickes Auto. Danke. Wir hatten auch mal ein schönes Auto.
Ja, ich stelle einfach mal nicht die Frage, wie ihr da reingekommen seid. Kann nicht so gut lenken. Also das ist noch relativ neu, das Auto. Jetzt und ich komme damit nicht so gut klar. Das okay, sehr... warte kurz. Telefonbuch. Wir kriegen mal hin. Oh, da kommt jemand. Boah, die sind aber schnell. Wir haben nicht mal einen Krankenwagen gerufen. Hallo. Mahlzeit, kann man Ihnen helfen vielleicht? Wir sind verunfallt. Oh. Ihr seid verunfallt. Was ist denn das? 1, 2, 3. Wir sind verunfallt. Okay. Und die Dame im Auto? Nee, ich hab halt nur... Ja. Kein Unfall gebaut. Okay. Sie haben mich nur um Hilfe gebeten, deshalb... Okay. Perfekt. Wir bräuchten Abschlepper. Also okay. Wir brauchen so eine Art Abschlepper halt. Nein, ich habe keinen Unfall gebaut. Ihnen fehlt nichts, oder... Nö. Ja, aber nicht. Nee, der Speck hat alles abgefangen, kein Problem. Wir haben gute Airbags. Aber das Auto, das kriegen wir nicht so leicht weg. Ja, das ist richtig. Da bräuchten wir schon so eine Art Abschlepper, aber wir haben halt keine Nummer, weil wir es schon so Touristen. Soll ich da mal was für euch organisieren? Ja das wäre wundervoll. Aber erstmal die nächste Frage. Wie geht's Ihnen denn gesundheitlich? Ich habe schon gefragt, aber bisher war es gut, oder? Bin nicht mal erschrocken. Das ging relativ einfach mit dem Auto darüber. Aber jetzt weg kriege ich es nicht mehr gefahren. Das ist richtig. Haben Sie Schmerzen oder sowas? Oder nee, das Schock? War dann oder... Bouncer hält alles ab. Ich sag sie. Aber ich hab einen Schock. Sie haben einen Schock? Ich hab Schock. Ja, dann lassen... Also, ja, dann würde ich sie gerne mal durchkontrollieren lassen. Genau. Ne? Also, ich kenn's ja schon von mir. Wer ist denn gefahren von Ihnen? Sie, der Herr? Die Twinkie. Bin gefahren, aber ich bin nie unter Alkohol, also den Sex on the Cops habe ich noch nicht getrunken. Oh, okay. Aber ja, ich bin nicht so gut im Lenken, bei Kurven habe ich schon schwierig. Wollen Sie mich durchchecken? Würde ich gerne. Okay, was muss ich tun? Kommen Sie einmal ganz kurz mit zur Seite, okay? Oh, kein Sporttest. Achso. Oh, kein Sporttest. Achso. Ich dachte, Sie wollen mich durchchecken. Oh. Ja, doch, das hätten Sie auch eher sagen können, bitte. Ja, was stellen Sie sich unter Durchchecken vor? Ich würde Sie einmal Fitness-Test abtasten am Oberkörper, ob Sie durch den Airbag oder durch den Anschnallgurt irgendwelche Hämatome davon tragen. Der Airbag oder... ist nicht aufgegangen und angeschnallt war ich auch nicht. Oh. Der Gurt ist zu klein. Und den Nacken einmal abtasten, aber so wie sie Massage. Sich bewegen können. Massage nicht, aber so wie sie sich bewegen können, meine ich, dann ist das nicht ernsthaft. Aber ich guck gerne immer drüber. Ja. Entschuldigung. Alles gut. Was gab's denn heute zum Mittag? Boah. 2 halbe Hähnchen, eine ganze Packung Eiscreme, Erdnussflips. Kakao. Da musst du aber irgendwas mit Zwiebel gegeben haben, oder? Ja, und Ketchup und Zwiebeln. Aha. Und hörst du, wie mein Bauch knurrt? Nein. Ich habe aber Hunger. Oh. Möchtest Warte du mal. Was essen? Nee, ich möchte nichts essen, aber ich könnte Ihnen was geben. Ah. Ja. Lassen Sie sich ja schmecken. Und? Muss ich ins Krankenhaus? Nein, das sieht bisher nicht so aus. Alles gut. Was ist denn da? Nein, ich betaste nur einfach nur ihren Überkörper ein bisschen. Nein, alles gut. Ich betaste nur einfach nur Überkörper. Ich beiß, ne? Beißen Sie nicht. Ah. Nein. Doch, ich bin ein Lachs.
Immer ganz ruhig. Aua. Lynn, du hast die zufällig die Nummer von Speedies, ne? Ist das eine doch, tatsächlich. Die hast du? Dann ja. Gib mir die bitte einmal durch. Von der Leitstelle oder so. Vielleicht ist da ja einer. Warte mal. Das ist die 6969. Perfekt, warte. So. Ja, wie ich gesehen habe, haben sie nichts wirkliches Ernsthafteres. Was? Ich bin kurz eingeschlafen. Ja, sie wurden ganz abgefangen. Von ihrem Körpergewicht, würde ich einfach mal sagen. Ich bin abgefahren. Abgefangen. Sind Sie schon lange ein Arzt? Noch nicht so lange. Wie lange? Einen Monat. Also ich bin kein Arzt, ich bin nur Rettungssanitäter, ja. Ist das nicht das Gleiche? Nein, ist nicht das Gleiche. Soll ich die Arme hochmachen? Nein, brauchen Sie nicht. Ach so. So. Können Sie mein Herz hören mit Ihrem Ding? Ja, natürlich kann ich das. Soll ich das machen? Besser nicht. Nicht? Glaubt das so sehr? Ja. Wegen der Dame da hinten hinter Ihnen? Ja, sieht voll prall aus, meine Alte, ne? Mhm. Das ist meine Pauline. Ah, sehr schön. So, Abschlepper ist unterwegs. Kann nur ein paar Minuten dauern. Kein Problem. Mhm. Kommen wir dann wieder hier weg? Bestimmt. Rufen. Entweder können die von Speedy da was regeln oder ein Taxi. Okay, danke schön. Ja, nicht dafür. Schönen Abend noch. Ihr geht doch bestimmt, ne? Oder kommt ihr auch, setzt euch hin. Kommt. Ja, du kannst gleich wieder umdrehen. Warum? Weil ich eine gehört Schlecht, habe, dass du denkst, eigentlich dass ich müssen wir wirklich weiter. Betrüge, wir waren eigentlich auf dem Weg zum anderen Einsatz. Okay. Also, aber wir wünschen noch einen schönen Abend. Danke, ja, schönen Abend und dann. Ja. Ciao. Ja, Mensch, Gott, warte doch mal. Oh Gott, jetzt hier rüber. Nein, bleib hier. Oh, oh mein Gott. Was hast du? Was hast du? Was hab ich? Trink ich gerade dein Leben. Ich bin noch am Leben. Aua. Du tust mir echt weh. Jetzt. Wach auf. Also, Twinkie. Darfst du. Oh mein Gott. Ich aber mal ein Taxi für mich. Warum kletterst du darüber? Warum? Ich brauche ein Taxi für eine Person. Nein, bitte. Für zwei. Bin Wir quasi. Ja, das nur. Okay, ich rufe gleich nochmal an, wenn ich weiß, wo ich bin. Okay. Ja, was ist denn hier passiert? Wir haben. Bin quasi auf dem Highway. Wir sind in die Leinplanke gefahren. Also Richtung Norden. Welcher Highway? Ich bin James. Quasi schön. Im Urlaub ja, hier und weiß nicht ganz Peanut. Genau. Ina. Geh weg, Assi. Alter, Witz auf die Fresse. Twinkie. Im Norden. Der will mich verkloppen. Was los mit dir? Einen Moment. Twinkie, der will mich verkloppen. Gerade. Also ich bin gerade im Richtung Norden, ne? Also braucht ihr keine ich Hilfe. Ich war bei wir brauchen Abschlepper, aber der kommt dem schon. Großen Gefängnis ja, ja. Und dann bin ich weiter Richtung Norden gefahren. Twinkie, warum kann ich nicht mit dem Taxi? Ich weiß nicht, wo der Baumarkt ist, genau. Twinkie! Ich glaube, da bin ich schon dran vorbei. Komm her, hau ich dir auf den Arsch. Aber nur knapp. Aua. Komm jetzt. Ja, das wäre lieb, danke. Du musst mich mitnehmen. Super, danke, tschüss. Du musst mich mitnehmen. Ey, ich war am Telefon. Ja, na weißt und? Du? Der wollte mich verkloppen. Ja, nur weil ich gesagt habe, verpiss dich, du Assi. Ja, und ich habe gehört, dass du denkst, ich gehe
fremd oder so. Nein, gar nicht. Ich habe gesagt, dabei schickes Hemd. Nee. Ich habe das du schon hast das nicht verstanden. Nee, hey, Peanut, jetzt bei ganzem Respekt. Twinkie, du kriegst dich jetzt sofort wieder ein. Du bist ein toller Mann. Sonst fahr ich nach Hause. Auch immer gewesen. Aber irgendwo ist auch Schluss mit los, nicht? Du hast das falsch verstanden. Nee, das hab ich nicht. Halt jetzt auf. Hau damit. Wir kriegen uns gleich nur wieder eine Wulle. Ja, das wäre ein Problem. Ja, ne? Wir sind hier im Urlaub. Hier sollen wir Zeit genießen. Ja, das sollten wir, aber dann solltest du auch nichts Falsches sagen. Hab ich nicht. Tut mir leid. Oh Gott, oh ja. Komm, der Abschlepper. Den Taxi. Ja, wir brauchen nur einen Abschlepper. Ja, ich kenne doch keinen. Die haben doch einen gerufen. Ja, dann sollte der ja bald kommen. Ich glaube, wir müssen auf diese Da Straße. Kommt er doch. Da kommt er. Da kommt der Abschlepper. Ja, sowas. Howdy. Ja, hallo. Wie habt ihr das hinbekommen, Alter? Ja, das ist eine gute Frage, aber stellen Sie doch eine andere. Ich glaube, ich muss rückwärts rein. Ja, das kenne ich. Ja. Dafür müssen wir Geld zahlen, ne? Ja, fürs Taxi halt auch. Boah, wie viel Geld hast du noch? Ja, kommt drauf an, wo du hin willst. Ja, weiß auch nicht. Wo wollten wir überhaupt hin? Zum Gringo? Ja, dahin, in der Nähe. Ja, eigentlich schon. Hast ja, dann du das können abgeschlossen? Wir ja sagen. Du musst das Auto abschließen. Warte. Ja, mach ich schnell. Warte, steck auf meinen Rücken, ich bin Gentleman. Ja. Los. Oh mein Gott, mach schnell bitte. Bitte! Oh mein Gott! So, okay, ich geh wieder runter. Boah, Alter! Mein Rücken! Das war alles gut. Nein! Ja, wir sind ein bisschen eng geblieben. Aber ihm geht selber, geht's gut, aber auch so krank. Ja, nee, der war schon da. Der war schon da. Der war schon da. Uns geht's auch so wie dupi. Ich musste die Gartokepack nehmen, damit ich den Kang abschließen kann. Oh, ich muss nur pissen, ne? Verstehen, wie ihr überhaupt reingekommen seid. Ja, die Twinkie kann nicht so gut lenken. Wir wollten eigentlich zum Truckerstop. Okay. Ich würde dann also abschleppen lassen, ja? Okay, kostet das Geld? Ja. Jetzt sofort? Warum bellt denn da? Okay. Oh, oh. Warum bellt Was der Was wollen die jetzt? Ich, du Scheiße. Ich warte kurz. Ja, ich guck schon bei Unterboden an. Oh. Jetzt kommt der Sheriff. Brauchst du Hilfe? Nee, das geht schon. Okay. Mal Geldsache. Willst du den auch reparieren lassen bei uns? Das ist nicht mein Auto, das ist ein Leihwagen. Okay, dann wird der nicht repariert, aber die Abschleppkosten musst du tragen. Okay, und wie teuer wird das? Das ist noch auf der 68, das müssten, glaube ich, 1000 sein, mit Anfahrt 400, 1400 wären das, glaube ich. Okay. Das können Sie aber... Hat einer von euch ein Taxi kann man ihn wieder abholen? Wie bitte? Haben Sie ein Taxi bestellt? Ja, Pinsel, wir haben ein Taxi bestellt. Echt? Du hast ein Taxi bestellt? Oh. Ja, wir sind hier voll in Leitplanke. Was war mit abholen? Wo kann man den dann wieder abholen? Naja, abholen ist schwer, der ist ja dann kaputt, ne? Und reparieren kann ich ihn nicht ohne den Besitzer. Ah, okay. Ja. Dann müssen wir dem Besitzer Bescheid sagen. Ja, der muss dann bei uns anrufen, bei Speedy Customs. Kann ich mit Karte zahlen? Ja. Ich müsste nur... Warst du schon mal bei uns, Kunde? Mhm. Nee, oder? Ich bin hier nur im Urlaub. Okay, ja, ich müsste dich kurz aufnehmen, Augenblick. Wie muss ich rappen? Ja, kannst du rappen? Ja, wenn du mich aufnehmen musst? Nee. Muss eine Kartei erstellen. Wie zur Hölle passiert sowas? Ja, Twinkie konnte nicht lenken.
Wo da ist ein Eichhörnchen auf der Straße. Die macht Pipi da hinten. Ich sag dir eins, der Unterboden kannst du neu bauen. Ui. Ja, brauchst du auch ungefähr fürs Abschleppen? 10 Minuten circa. Okay. Wuff. Wie viel Uhr haben wir? 22, 30. Oh, guck mal, da hinten kommt jemand. So. Meinst du, die hat sich die Hände gewaschen? Wo denn im Gebüsch? Okay, wie heißt du denn? Ich bräuchte mal deinen Ausweis, bitte. Peanut war schon was. Scheiße, Ronny Hobbs, ja. Nein, du bist Pinsel. Nee, nur nicht. Oder liegt ja einer? Ja, hi. Was meinst du? Da. Peanut Smolz. Hallo. Ja, hallo. Peanut. Twinkie, wem gehört das Auto? Dem Nico? Das hat der Nico mir geliehen. Okay. Der kann ich noch das deine. Lassen. Ich bräuchte noch deine Telefonnummer, bitte. Boah, ich weiß. 33. Was? 33. Ja. 77. Ja. 105 Kilo. Schwöre. So braucht ihr jetzt gerade nicht, ne? 105. Das braucht ihr gerade nicht, oder? Nee, die waren der schon war hier. Schon da. Alles der war schon gut. Da? Ja. Okay. Hey, warum schubst du? Aua. Ich hab dich nicht einzeln. Ich bin am Stein ausgerutscht. Nee, der ist ja zum Arsch. Stein ausgerutscht, das ist eine hohe Unfähigkeit. Ja, ich weiß. Der muss drauf. So niedlich wie der. So ein dann wächst er Richtung Stadt. Für einen Pfadfinder. Ist der gefährlich? Du bist ein Pinsel. Nein, tja. Deine Nummer ist falsch. Aber sagst du mir nochmal deine Nummer? Die würden dem ja nicht befehlen, mich drei, zu beißen. 3, 7, 7. Ja. Und 105. Mit Vorwahl. Aber das würde ich... 100, also 105. ...jetzt nie ja. machen. Also ich bin großer Fan von der Polizei. Also auch von 3, Einsätzen. 7, 7. Ich mache immer gerne... Bilder 1, 0, und 5. So, seitdem ich hier im Urlaub bin. Hallo? Ja. Hi. So. Ja. Arschloch, dann legt einfach wieder auf. Danke. Nee, das habe ich nicht. Was ist denn das für ein Kerl? Hast du einen Schlüssel dafür? Also ich bin echt ein friedlicher Mensch. Wie bist du dann gefangen? Ich bin nicht gefangen, Twinkie ist gefangen. Achso, sie ist gefangen. Ja. Ganz kurz, die Dame hätten den Schlüssel vom Fahrzeug. Ja, natürlich. Kommen Sie einmal zur Seite. Dann können wir das hier persönlich klären. Was ist denn mit dem Auto? Den Schlüssel, den oh, ganz. Irgendwo. Ja, da ist er auch schon. Hier da sind die Assis wieder. Perfekt. Und das Fahrzeug ist geliehen. Das geliehen von einem Nico mit Vornamen. Ich brauch das Kennzeichen. Pinsel! Mhm. Zieh dir mal eine vernünftige Hose an. Aber das ist Outfit 6 von 7. Was? Ja. Ich habe eine Wette verloren, Sir. Wann könnte ich das denn zurückbekommen? Kennst du Cody? Nö. Egal, ich wollte mich mit dem boxen. Oh je. Das war ein Sumpf. Da, Pinsel, warum pupst du einfach? Bah. Okay, alles klar. Also muss ich mich bei dem dann melden. Bah. Oh Gott, ich muss, glaube ich, im Busch. Ich habe so einen Arsch. Der was zahlen, weil da kommt muss er das ja an ihn. Ja, besser ist. Wie lange da? Oh, das sollte ich ja schon. Ich muss selber. kurze Frage. Wie lange dauert das noch? Alter, dein Furz. Boah. Nicht mehr lang. Das war fast Durchfall. Sir. Ich muss im Busch. Dann geh schnell. Nee, nicht okay, schnell. Alles klar. Boah, bist du ekelhaft. Wie lange musst du im Gebüsch? Quatsch ich mal schnell mit dem. Mann, das, wo? Ja. Ich mach's gleich. Was? Alles. Das stinkt. Ja. Bin nicht gut mit okay. Kurven, sag ich mal so. Ich krieg alles mal. Ich schlepp den gleich ab, ja? Okay. Also manchmal ist das so schwierig, wenn man ein neues Auto hat, mit der Lenkung, ja, wie intensiv die ist, man weiß ja nie. Twinkie, das Taxi wartet. Ja, okay, wir müssen dann mit dem Taxi auch los schon. Kriegen Sie den Rest so hin oder brauchen genau. Sie? Genau, nee, wir kriegen den hoch und danach ist der Besitzer keine und der Besitzer Zeit, Zeit ist Geld. Ja, supi dupi, dann bedanke ich mich sehr. Ja, ich melde mich bei dem. Mal alle Platz machen, bitte. Genau, und dann jetzt einmal alle Platz machen. Alles klar.
Wo wollen wir denn hinfahren? Na los, schnell, ich hab Sumpfarsch. Oh, ich auch, glaube ich. Hallo. Hallo. Beißt der? Nee, der beißt nicht. Will ich den mal suchen? Ja, ich hab doch seinen Nummer. Oh. Entschuldigung. Oh, ah, da oh. ist er, ja. Oh, Entschuldigung. Oh. Herr Pinsel, kannst du uns irgendwo hinfahren? Ja. Aber ich weiß nicht, wohin. Oh, perfekt. Damit ja, ich was geht? Hallo, Zuckerschnüffchen, pass auf. Ich hab einen kleinen Unfall gebaut mit dem Auto. Wo muss ich denn hin? Weil ich jetzt aber nicht die Papiere habe, kann ich das nicht abholen. Das müsstest du dann machen. Da, wo die Assis Ich glaube, du müsstest dich bei der Polizei melden oder okay. so. Okay, auf geht's. Weißt du, wo die Assis Ich habe einfach nur einen Unfall gebaut. Okay. Mein Kurs also ich war in Junkie Park, okay? Weiß nicht. Also nichts Schlimmes. Sag einfach ja. Okay, ja. Okay, ja, dann fahr ich da hin. Okay. Ja, das ist wirklich lieb. Oh, ich muss dringend. Wir wollen Fotos machen. Ich danke. Ich habe noch eine Frage. Ja. Das mein Mann, genau. Oh nein. Ja. 22:34 Uhr. Ja, das passiert ihm öfter. Das ist echt ein Problem in letzter Zeit. Sorry. Was? Ja, danke. Also du meldest dich dann, ja? 22:34 Uhr. Tschüsschen mit Küsschen. Soll ich fahren, Pinsel? Ich hab Pause, weil du machst mir egal. Ach so. Ja, dann haben wir auch Pause. Ja, also der meldet sich oder dann, wenn er das Auto wieder hat. Ich mach jetzt meine 5 Minuten Pause. Okay, ich fahr. Ja, aber das du ist hast... Tür. Danke. Wollten wir nicht zum Erdbeerfeld oder dann viel Spaß. Oh, nee. Oh, aua. Oh mein Gott. Wo geht das nach vorne? Super. Wie geht das hier? Ich du musst nicht. Da vorne den Knüppel bewegen. Den hier? Hier, warte, guck mal, ich mach mal. Hier jetzt, so. Oh, warte, da muss ich noch mal schalten. Oh Gott. Ja, bis jetzt machst du es gut. Oh, du musst jetzt lenken. Hier ist aber keine Stasehilfe. Oh, oh Gott. Wie halt ich an? Wir können gleich wieder ab. Wie halt ich an? Warte, ich kann dich anleiten. Wir sterben als Kinder. Mach mal halt. Oh mein Gott. Heilige Mutter. Oh ah, du Scheiße. Wie halt dich an? Ich sehe einfach nicht. Wie gut. Na, so die Bremse, das ist ein anderer. Ich kurz halten. Hier da vorne, da ist die Bremse. Guck mal da, wo ich hin zeige. Ich glaube, ich fahre besser nicht. Oh, ja. Oh mein Gott. Vielleicht sollte ich fahren, falls das noch möglich ist. Oh mein Gott. Oh, Telefon. Hallo, wer ist denn da? Speedy, Carsten, sag mal, wo seid ihr hin? Der Taxifahrer. Du Scheiße. Ja, geil. Du musst noch zahlen, Bro. Ach so. Warte, Twinkie kotzt gerade. Ich bin zum ersten geil. Auto gefahren. Ich komme dahin, wo ihr seid. Ja. Ja, war nicht schlecht. Du meinst nicht gut. Gesagt, wo die sind. Komm, Twinkie, ich weiß jetzt, wie mein Auto fährt. Oh. Ich glaube nicht. Komm. Auf eine neuere Fahrt. Okay. Hier lenkt man. Ja? Weißt du noch, wo wir hin wollten? Hier so lenkt man. Und wie fahre ich jetzt geradeaus? Nicht, wie fahre ich geradeaus? Round and round. Round and round. Ich fahre den geradeaus, oh! Indem du deinen Lenker nimmst, oh Gott! Wie? Oh mein Gott, ich fahr zum ersten Mal! Ich kotze mein ganzes Essen aus, das ist doch Verschwendung! Wie fahr ich? Wie halt Lenker. An, bitte! Bitte! Wo ist die Bremse? Warte! Kannst du... Ich steig einfach aus! Oh, okay! Oh. Nein, Twinkie! Oh. War gut! Das ist die Hupe! Ja. Wie fährt man jetzt? Nach hinten. Na, ist ja eine Automatik. Ja, und wie fahre ich nach hinten? Du musst mit dem Hebel da unten auf R wie Ronny stellen. Okay, und dann?
Dann drückst du aufs rechte Pedal. Bremse, auf den... hab ich. Und dann das andere. Oh. Das hier. Oh. Der fährt aber trotzdem nicht. Geht nicht. Ich glaub, du hast mir falsch gesagt. Dann kann es sein, dass wir das Auto aufgesetzt haben. Aufgesetzt? Jupp. Was heißt das? Das heißt so wie, wie... Ich wacke ein bisschen. Oh, oh, zum Glück hast du so viel Gewicht. Das wäre dann nicht so... Fast. Jetzt geht gar nichts mehr. Kannst du nochmal mit dem Bauch so eine Laula machen? Geht nicht. Oh nein. Hilfe! Wir hängen fest. Treibsand! Treibsand! Oh Gott. Oh. Und ich hab doch Sumpfarsch. Das Auto fährt nicht mehr. Bist du sicher, dass du getankt hast? Ja. Gefahren. Ganz jetzt sicher? Jetzt ist das Taxi im Arsch und ich bräuchte ein neues. Willst du mal versuchen, Pinsel? Oh, kann ich denn nee. Oh, da hinten ist das hier. Wir sind im Treibsand. Das kann ich sehen. Dann weißt du was? Ich bräuchte jetzt quasi ein Taxi für drei Leute, weil ihr fahrt. Mach, was du willst. Ich bin raus aus dem Ding. Nein, das ist dein Taxi. Du solltest uns in die Stadt fahren. In die Stadt? Peanut, steig einfach aus. Aber Twinkie ist Treibsand. Es kommt ein neues Taxi zum Yellow Jack-In. Wo ist denn das Yellow Jack-In? Da hinten. Oh. Warte, ich krieg das doch raus. Man muss nur mit Gewalt. Ja, du bist ein König der Gewalt. Man muss nur mit Gewalt an die Sache gehen. Ja, noch ein bisschen. Gib's dem Ding. Ja. Ich bezahle dann. Mein Chef muss blechen. Ja, sieht gut aus. Jetzt mach ich um mein Wort. Chinderio. Nani! Hula. Bam! Und? Bam! Bam! So, ich probiere nochmal. Ja? Nee. Nee. Ja, gut. Boah, da muss mehr Gewalt. Gib alles. Okay, ich renn mal gegen. Warte. Jo, ich, pass auf, warte. Ja. Lass mich aussteigen, sonst explodiert es. Bist du bereit? Warte, ich muss mir einen Fetschki ballern. Ein was? Energy Drink! So schnell ich kann! Scheiße! Nichts gebracht. Sah gut aus. Ja. Oh, deine Scheibe ist kaputt gegangen. Doch, die Scheiben gehen kaputt. Es sinkt. Das Schiff sinkt. Oh. Wir haben es gleich, Pinsel. Ja. also bis jetzt. Oh je. Wir haben es gleich. Sicherlich. Au, meine Hand. Du Idiot, warum hast du dagegen? Oh, ich dachte, ich bin Superman. Das Einzige, ich bin in diesen Hosen. Oh, siehst du? Oh Gott. Hau rein, Pinsel. Oh. Oh mein Gott, oh mein Gott! Twinkie, ich hab's geschafft! Wir bremsen sich! Oh mein Gott! Besser, ich fahr kein Auto mehr. Twinkie! Ich hab's befreit! Ja, das ist schön. Ich hoffe, das andere Taxi ist schon hier. Nein, ich kann fahren, komm! Nee. Ich weiß jetzt, wie man fährt. Das Taxi ist im Arsch, ich sehe es schon. Nein, das fährt nein, noch. Guck das dir ist den super, Motor guck sie an. Das sieht nicht aus. Pinsel, was machst du? Surprise, motherfucker. Das fährt noch. Das
fährt noch. Ganz gut. Was? Ob sie noch ganz gut geht? Ja. Ja, und warum treten Sie gegen das Taxi? Weil das muss ausgebaut werden. Komm, Pinsel. Fährt denn noch? Sind Sie Taxifahrer? Nö. Ja, warum sitzen Sie dann im Taxi? Pinsel ist Taxifahrer. Warum fahren Sie dann? Da, weil ich ganz schön viele Fragen, Frau Schneeger. Pause. Ich habe Pause. Also das gehabt, noch 2 Minuten. Ja, aber Sie dürfen gar nicht das Taxi fahren aus versicherungstechnischen Gründen, schon nicht. Bist du Anwalt? Ähnlich. Na dann, geht ihr ein Bier holen, Frau Schnecke. Ja, ich hol mir mal ein Bier. Oh Gott, ich bin toter Mann. Ist das deine Freundin? Nee. Die ist für wie fährt man jetzt nochmal rückwärts? Bestimmt bald. Auf R. Fährt das noch, das Taxi? Ich weiß nicht. Da kommt ein neues. Pinsel, du solltest echt mal dein Taxi reparieren. Uns mit so einer Schrottkarre abholen, geht da nicht. Guck dir mal die Karre an. Ellie? Mhm. Mein Auto ist kaputt. Musst du mir anders fahren? Was? Hast du wen anders fahren lassen? Nein. Nein? Ich bin gefahren. Ja, aber doch, der Peanut ist doch gefahren. Nein, ich bin nicht gefahren. Nein, ist er nicht gefahren. Doch, ich hab das doch genau. Nein, der Pinsel ist doch gefahren. Ich hab den gerade nur das Lenkrad eingestellt. Nein, er ist nicht gefahren. Erinnerst du dich nicht, Frau Schnecke? Doch, ich... Hey, nenn die nicht Schnecke. Bin mir sicher. Nein. Bist du nicht? Ach so. Twinkie, der Pinsel ist gefahren. Bist nicht sicher. Ja, ich bin mir gar nicht sicher. Ich bin gefahren. Ob Ronny? Der Typ hier gefahren ist. Pass auf. Ist wie ein Blackout. Pass auf. Ein Speckout quasi. Wo ich das gerade sage, ey, da habe ich doch gleich Lust. Boah, zum Glück habe ich mich nicht verletzt, als ich über die Bande geflogen bin mit dem Taxi. Ja, gut. Natürlich als Beifahrer. Natürlich ich auch. Das ist ganz schön verbullt, ne? Ehrlich, ja. Oder? Thomas hier, und zwar liegt vorm Yellow Jack liegt irgend so ein komischer Cowboy auf dem Boden. Ich habe keine Ahnung, was mit dem passiert ist. Wenn Sie da kurz einen Krankenwagen hinschicken können. Aber Pinsel steht doch. Wo liegt denn hier ein Cowboy? Genau vorm Yellow Jack. Ja, aber wo denn? Ja. Wo liegt ein Cowboy? Der auch nicht. Ich weiß es nicht. Ich glaube, der ist gestürzt oder so. Der hat Kratzer im Gesicht. Aber wo denn? Nee. Also doch schon ab und zu ein bisschen, aber... Halt wirres Zeug, aber ich glaube, das ist normal bei dem. Ich sehe auch hier seinen Cowboy. Also ich liebe da auch nicht. Doch, Pinsel da vorne, guck mal. Mein Name ist Kofferraum. Eddie. Oh Gott, ist er tot? Geh mal hin, guck mal. Nochmal was? Was denn? Perfekt, dankeschön. Also ich sehe keinen verletzten Cowboy. Auch nicht? Ja, Sir. Gute Nacht, du Vollidiot. Was? Was? Oh. Warum haut er den? Warum schlagen sie den? Oh, warum dies denn nun? Der weint. Laserschwert. Oh. Oh je. Jetzt auf ich bin Mr. Laserschwert. Oh Gott, aua. Oh Gott, aus dem Weg. Hör auf, die Kunden zu schlagen, Mann. Weg gibt mit dem Laserschwert. Gibt es trotzdem noch Trinkgeld? Aua. Oh, oh nee. Nein, so Arschloch. Oh. Aua. Du hast mir wehgetan. Jetzt sehe ich den verletzten Cowboy auch. Ne? Ich ja, auch. Ich auch jetzt. Aber jetzt sehe ich ihn auch. Also ein Krankenwagen ist gerufen, aua. Ja, der ist unterwegs. Der war schon unterwegs bevor. Ronny? Ja, denn hier liegt ja offensichtlich ein Cowboy. Ist der gut? Cowboy, geht's dir gut? Ja, da kümmern wir uns. Ah, irgendwie. Nicht oh mein Gott. Oh nee, geh runter von ihm.
Alter, dann machen wir eine gute alte Herzmassage. Ola. Nein, mach das nicht, das stirbt. Hör auf, weg hör da auf jetzt. Damit, Twinkie. Hör auf da jetzt, weg da. Ja. Oh, oh. Pass auf, ich habe gerade eben angerufen wegen dem Kauber und habe gesagt, der redet mit mir. Ja, der redet nicht mehr mit mir. Ja. Das kriegen wir hin. Nee, weg da, weg da, weg da. Oh mein Gott, nicht, mach das nicht. Das ist eine gute alte Herzmassage nach Twinkie. Also, redet auf jeden Fall nicht mehr. Guck mal, meine Schulter. Ja. Der hat mich einfach geboxt. Perfekt. Komm mal her, ich mach das wieder. Adios. Ronny? Atmest du noch? Mehr. 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 Ja, sofort. Mehr, bitte. Das tut weh. Bitte. Geil. Aua. Ich muss zum Arzt. Das ist alles deine Schuld. Warum denn meine? Weil es deine Schuld ist, weil du dann nicht auf mich aufpasst. Ja, du weißt genau, ich bin noch nie Auto gefahren. Wärst du mir gekommen, dann wärst du gar nicht in dieser Lage. Ich wollte uns in die Stadt fahren, ja. Aber du hast mir nicht gesagt, wie mein Auto fährt. Das ist schon mal das erste Problem. Du wolltest uns in die Stadt fahren. Du hättest auch fahren können. Der Krankenwagen ist jetzt da, nein, Cowboy. Nein, hey, Pina. Nicht mein. Wir beide wissen, noch, dass mein. Gut. Ich magst du mich noch, habe ich gefragt. Ja, klaro. Also es ist nicht so, dass ich dich nicht mag, ne? Ronny? Ich will, dass du es sagst. Du bist doch ein Cowboy, hör auf zu weinen. Ich Cowboys weinen nicht. Nee, Cowboys weinen wirklich nicht. Ich mag dich, meine Speckschwarte. Komm hier. Mein Schweinebäckchen. Ronny, wenn du nicht aufhörst zu weinen, sag ich Knicker, was passiert ist. Hello. Mann, er weint halt wirklich. Was Mann, ist passiert? Mann. Ich weiß also, nicht, er weint. Ich glaube, der Pinsel hat mit einem Kojote gekämpft. Nee, hat er nicht. Der ist mit dem Kopf gegen den Spiegel, als er seine Frisur checken wollte. Gerannt fahren. Gelaufen. Was? Gerannt. Wie der ist. Wo? Ist er hier beim Fahren gegen den, rausgefallen? Gegen den Spiegel ist er gerannt, als er seine Frisur checken wollte. Achso, er ist ausgestiegen, wollte seine Frisur checken. Ja. Und dann hat er sich den Kopf beim Außenspiegel gestoßen. Oh, ja. Kann ich auch was sagen? Warte, geh erstmal darüber und hol deinen Burger ab. Ich habe für euch zwei Burger bestellt. Oh, das nicht. Aber ich will auch was sagen gleich. Also, wir sollten auch. Ein wunderschön. Hallo, kannst du den Burger auf meinen Finger stecken? Ich esse den dann wie ein Donut. Bitte? Ja, kann ich machen. Es sind zwei. Mach dann 100 Dollar. Ich bezahl. $100? Okay. Ich bezahl. Mach 500. Okay. Ah, danke. 500. Jawohl. Twinkie, willst du auf den Burger? Twinkie? 100. Was eine Shortcard. Willst du auch Burger essen? Ich steck die. Du kannst ein Foto von mir machen? Ja, warte, Kuh. So, wo ist der Finger? Mein Finger? Ja. Da. So, Moment, ich steck sie drauf. So. Sag einmal Speckschwarte. Danke. Speckschwarte. Guten Hunger. Meinst du, fährt das Taxi noch? Ich glaub nicht, du. Komm, probieren wir. Sollen wir probieren? Ich muss zum Krankenhaus. Und? Ne, ist nicht auf. Da müssen wir. Ich muss da vorne hin, kommst du mit? Ja. Dann komm. Aua. Schneller, Mädchen. Du musst kurz jemanden bei Lowly abholen. Aua. Weil ich sonst niemanden frei habe und ich selbst gerade auch beschäftigt bin.
Perfekt, danke dir. Adios. Kuckuck. Kuckuck. Aua. Kuckuck. 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 Wenn's hilft. Das verstehe ich nicht. Ich auch nicht. Mach mal weiter, lenk mal weiter, Ronja, bitte, mach weiter. Warum? Einfach denn? Weitermachen. Muss kurz sonst weg, fängt er gleich ja. Wieder an zu weinen. Einfach weitermachen, bitte. Wer fängt an zu weinen? Ronny. Ist das Ronny da drin? Ja. Ach du Scheiße. Was habt ihr schon wieder gemacht mit dem? Er ist gegen den Außenspiegel gerannt. Er ist gegen den Außenspiegel gerannt? Ja. Typisch Ronny. Da stehen da halt zwei Taxis mitten auf, Mann. Oh, oh, und ich stehe auch noch dahinter. Oh. Entschuldigung. Ja. Alex gehauen. Boah, Junge, Medical Pen, ich hasse es. Twinkie? Aua. Merken Sie bei der Brust Schmerzen, wenn Sie Luft holen? Nein. Okay. So. Ich schon. Na jo. So, hallo? Die Leitstelle für den RTW4. Mein Kind, darf ich brauche eine Voranmeldung für Spielbox, für ein MRT, für einen Ronny Hobbs. Wenn du mir nochmal mit der Nadel kriegst, muss ich leider kaputt verboxen. Willst du noch ein Brett Hobbs? Ja, sorry. Nicht biegen. Ich habe auch Aua. Es geht nur um das, der hat angeblich unten Hausverbot. Drauf geschissen, ich bin verletzt. Los, geh die fahren. Ich habe überall Hausverbot. Voranmeldung brauche ich. Ist vollkommen rille. Ich habe überall Hausverbot, Sir. Ja, dann kriegen wir das schon hin. Ich habe auch oben Hausverbot. Wie kann man denn da Hausverbot haben? Indem du sagst, dir wird ein Fuß geschossen, wenn weil du schneller ran willst. Dann kriegst du Hausverbot. Ich hab nicht zugehört. Wem willst du Hausverbot geben? Pinky, geht's dir gut? Ellie? Ja, ja. Ja, Ronny. Du siehst hungrig aus. Warum hast du einen Bluse auf der Stirn? Bist du ein Mathe-Mann? Ja, Mann. Okay. Soll ich dir sagen, was das bedeutet? Na, du besser Plus rechnen als Minus rechnen kannst? Nee, dass ich lieber Strichrechnung als Punktrechnung mache. Der Zugang, wie gesagt, okay. Ist, also die Lösung ist jetzt quasi, die Schmerzen sollten jetzt runtergehen. Wie gesagt, sie sollten es jetzt schon merken, dass das ein bisschen weniger wird, der Schmerzlevel, aber ich bringe sie jetzt sofort ins Bett. Ja, als hätte mir Drogen verpasst, Eli. Nice one, viel Spaß dir. Okay. Ich glaube, der lädt gerade wieder einen Furz auf. Ich habe auch Schmerzen. Kurz. Oh nein! Hallo! Warum wird mir nicht geholfen? Was ist eigentlich mit meinem Taxi? Was ist denn das für ein Arzt? Herr Doktor, ich habe auch Aua. Was ist bei Ihnen? Der hat mir auf die Schulter gehauen. Der da hinten. Ich schaue, ob ich das jetzt noch schnell mit einem Kühlpack bei Ihnen... Ja, ein Kühlpack reicht auch aus, aber das tut schon weh.
drück Ihnen da mal so ein Kühlbeck rauf am Rücken. Ja. Haben Sie irgendwie Allergie gegen irgendwelche Nein. Tabletten? Nein. Dann gebe ich Ihnen noch für die Schmerzen was mit. Dankeschön. Da können Sie eine davon nehmen. Danke. Und eine, falls die Kopfschmerzen dann nicht besser werden. Okay, dankeschön. Gut ist, bitte gerne. Gute Besserung. Danke, tschüss. Ciao. Ich bin mit meinem Auto. Na, wohin müsst ihr gleich? Hm, weiß nicht, wo Twinkie hin will. Sie meinte, ich soll dich fragen. Ach so, lass mal hingehen. Voll weit. Oh Mann, das ist richtig. Ja, okay, nee, warte. Ja. Twinkie, du darfst ihn nicht anhalten. Was ist mit meinem Auto? Du darfst ihn nicht stehen. Warum nicht? Das ist ein Stoppschild. Ja, Monkey. Ja, doch, halt dich doch hier. Wo wollen wir hin? Ach so, der Pinsel wollte uns in Southside rumfahren, wo die Asozialen sind. Ja, warte mal. Was denn? Wir wollten hier und dahin, wo wollen wir jetzt genau hin? Du wolltest mir dies zeigen und das und jetzt was? Die Southside haben wir doch schon gesehen, oder nicht? Wir wollten Asoziale fotografieren. Ja, okay. Ja, dann sag du, wohin wir gehen. Ja, nee, ich weiß ja nicht, wo es was zu sehen gibt, ne? Ja, ich auch nicht. Ich auch nicht. Sagst, wir fahren hier hin und dann fahren wir auf einmal dahin. Ich habe nichts gesehen bisher von der Stadt, also von dem Doch, ich ist hab mir das egal. Dann fahren sie uns einfach überall einmal hin, ne? Der Herr bezahlt. Ich weiß nicht, ob ich so viel Geld hab. Ja, du hast du. Hast du. Hör auf, dann. Du weißt doch, was das ist. Oh Mann. Ja. Was hat er? Einmal im Leben normale Kunden, einmal im Leben. Warum magst du mich nicht mehr? Ich mag dich doch noch. Dann mecker nicht mit mir. Mecker doch gar nicht. Und das ist der Sheriff. Ich bin das Auto nicht gefahren, okay? Du bist das Taxi gefahren, das eine. Nein, bin ich nicht. Nicht ich hab Führerschein. Du weißt, ich kann nicht üben. Was denn? Ach so. Abend. Keiner. Bola. Ich bin auf ein Problem gestoßen. Nee, hör auf, hör auf. Warum? Sag denen aber nicht, wieso du es gemacht hast. Warum habe ich denn das getan? Ja, wenn das aus demselben Grund war, was du mir gerade erzählt hast, dann tu es nicht. Ich bin Hobbyfotograf. Ja, das ist in Ordnung. Warum schauen wir uns das Auto an? Das weiß ich auch nicht so genau, ehrlich gesagt. Wenn wir auf deinen Abschlepper warten. Ach so. You have to be mad. Ja, junge Dame, haben Sie einen BH drunter? Wieso fragen Sie so eine private Frage nun? Na, weil ich kein See. Sie nicht, aber ich schon. Ach so. Der Herr trägt bei euch BH, okay. Ja. Ja, aber... Sport-BH, ich bin Sportler. Das ist schon sehr privat jetzt. Was Sport machst du? Ja, von Frau zu Frau kann man doch fragen, oder? Ja, aber wir sind Minigolf. Ja jetzt unter mehreren Minigolf. Männern. Ja, das bleibt unter uns. Das muss ich. Kann ich das auch mal fahren? Oha. Guck mal, offen ist. Ich habe gar keine Unterwäsche an. Nee, ist abgeschlossen. Na, dann eher nicht. Oh. Ja, weil die Victoria's Secret, die passt auch nicht mehr so richtig rein. Ja. Scheiße, ich frag mich nur, warum? Ja, kann ich das Auto mal fahren? Ach, das war eine ABM. Habe? Der hat gesehen, ja? Sie langweilen sich da hinten, ja, deswegen ich Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Ich habe eine ABM, aber in den Zellen. Ja, aber warum passen Sie denn nicht rein? Ich hab das nicht angefasst. Ja, einfach, darf man nicht gucken, ob es auch gewachsen. Nee. Um ihn dann mal scheiße zu sagen? Ja, nee. Der wollte was Gutes für die Mitmenschen machen. Genau. Ich wollte auch mal im Polizeiauto mitfahren, darf ich mal reingucken? Reingucken von mir aus? Fragen Sie denn einen? Ich will auch gucken. Soll ich mal nachgucken? Ja, Sie müssen das doch wissen. Oh mein Gott, ja, hallo, die keinen. Zieht mich ja, einfach aus. Ich habe auch keinen, aber... Ja, das gut. Wird jetzt eng. Achtung, LKW. Gut, gut. Ich glaube, ich vielleicht mal von der Straße runter. Ich glaube, der LKW muss vor den zwei anderen LKW Angst haben. Der hat bestimmt Drogen.
Tschüss, adios, viel Spaß, adios. Ah, da. Auflauf. Nudelauflauf. Was haben wir hier verursacht, Alter? Ja, was ist denn hier los? Der Scout. Nein, warum? Nee, komm, sieh zu, dass du eure Leitplanke kommst, hier ist ein Fass. Was haben Sie denn hier für eine Funktion? Nee. Der Herr? Hallo. Ich? Hallo, ja. Ich warte auf mein Taxi hier. Ja, dann gehen Sie bitte in Ihre Leitplanke, hier ist eine Schnellstraße. Helfen Sie mir drüber? Ich glaube, Sternburger, helf mal den Herrn. Oh, boah, das ging. Twinkie, warum bist du so? Ja, so. Von Heiden, bist schlecht drauf heute dabei. Ob ich da auf dich bin? Ja. Jetzt. Gerade nicht, nee. Dann nimm mal hier ein bisschen Tod. Oh, dankeschön. Hast du das gesehen? Ich kann Leute danke, dazu Kopf, dass bringen, dass sie sich ausziehen. Ja, ich hab gesehen, die Ducke. Ja, dachte ich mir. Ja, ich versuch's mal jetzt. Bei Herren. Was hat er jetzt? Was hat er da jetzt bitte für ein Problem? Guck mal wieder. Kommt meine süßen Taxi. Ja, hallo? Ja. Nee. Was drunter? Twinkie, komm! Alle, ob wir was sie drunter was haben. Drunter tragen, können sie es beweisen. Twinkie, unser Taxi wartet. Oh, unser Taxi wartet. Nein, habe ich keine Zeit für euch Zuckerschnäckchen. Entschuldigung. Ja, kein Problem. In der Stadt ist es unten schön. Tschüss, Sheriff. Genau. Ciao. Ciao. Oh, guten. Was ist mit ihm? Oh, riecht so gut. Das ist ja in Ordnung. Ist dein Parfüm? Kann man bitte die Fenster runter machen, danke. So, wo fahren wir hin? In die Surfseite. Oh Mann, ich hab das Taxi noch nie so langsam erlebt. Tolle Orte zeigen? Tolle Orte? Ja. Das ist ein Steinbruch, hier werden Steine gebrochen. Was wird gebrochen? Steine. Da, Twinkie, Dino! Twinkie! Ja, das wollte ich auch gerade sagen, na, dass so ein Dino, was? Der ein Hotdog ist. Du hast kein Foto gemacht. Oh, jetzt wird mir übel. Oh nö. Oh. Da ist aber der Baum vor. Taxi Downtown Cap, wie kann ich helfen? Besser als wenn du hier vorkommst. Am Würfelpark, okay, alles klar. Schick ich vorbei, adios. Wow. Gehen die Taxi-Leute aus? Weißt du, was der Pinsel getan hat, der Taxifahrer? Was hat er gemacht? Der hat mich mit seinem Taxi fahren lassen. Ja, ich weiß, habe ich schon mitbekommen. Ich habe keinen Führerschein. Ach, Mann. Was geht ab, Tyrone? Nochmal Würfelpark, bitte. Das war unfreundlich. Ronny. Was? Ja, das Ding ist, Ronny fällt aus, weil der im Krankenhaus liegt. Und jetzt bin ich der Einzige gerade. Ich fahre gerade mit, Wieso denn böse? Ich glaube, die eine ist Twinkie oder so und der andere Typ, oh, keine Ahnung, wie der heißt. Da kommt mal links, Popcornfabrik. Oh, na so, ja, Würfelpark. Ah, alles klar, mach ich. Jo, adios. Oh, hier wird viel Popcorn gemacht. Das ist kein Popcornfabrik. Na wohl. Guck doch mal da oben, die Dings. Das ist eine Doritos-Fabrik. Oh, noch besser. Also zur Hälfte. Die andere Hälfte ist Erdöl, aber ich glaube, das nimmt sich nicht viel. Kann man noch Taxifahrer werden? Ohne Führerschein? Nee. Glaube nicht. Wird man denn jetzt unbedingt geprüft? Wirklich auf den Führerschein? Also ich meine, muss man so eine Art nochmal Führerscheinprüfung machen? Nee, aber du musst halt deinen Führerschein vorzeigen. Ja, und wenn ich den jetzt in Lotto gewonnen habe oder so, dann hast du den im Lotto gewonnen. Echt super echt aus, wenn ich den jetzt vorzeige. Na, ich bin nicht dein Chef, juckt mich nicht. Aber ja, Twinkie, du hast doch einen Führerschein. Ja, ich habe den vom Lotto noch hier. Übrigens habe ich vergessen, den Abschlepper zu bezahlen. Das ist kostenlos. Na, die wollten $1,400 von mir.
Brauchst du da tatsächlich einen Führerschein? Ja, im Lotto. Hallo. Ich sag ja, das lohnt sich. Sag mal so, du musst einmal deine Vorteile zeigen und dann sagen die so, hey, schon gewonnen. Was meinst du mit Vorteile? Na, meine Mathekünste. Du kannst nicht gut in Mathe rechnen. Was ist 5 mal 3? Na, 50. Na, genau. So, hier da hinten sieht man eine wunderschöne Brücke, macht Bilder oder so. Wo? Wo? Da hinten links. Das ist aber zu weit weg. Ah. Ja, das sieht man auf der Einweg. Da oben ist Vinewood. Da wohnen die ganzen Superstars. Hier links ist Säule. Was hat er gemacht? Können Sie uns denn auch was super Exklusives zeigen? Ich fahre gerade zwei Schnuckelmäuse durch die Stadt. Oh Mann, er hat schon wieder gefurzt. Mach mal das Fenster runter. Nee. Achso, ja, denke ich manchmal hier. I love beer, macht Fotos. Wieso? Nichts mehr zu tun. Was brauchst du von mir? Ja, ich kann dich abholen und dann zeigen wir denen zusammen die Stadt oder so. Ja, komm, Southside. Die wollen sich die Southside angucken. Die wollen asoziale fotografieren. Oh, hier. Können wir kurz anhalten, bitte? Ja, natürlich können wir kurz anhalten. Ich muss mal kurz raus. Ey. Wo gehst du hin? Klemmt schon wieder? Kurze Frage, wenn ich sage, dass das nicht das Abnormalste ist, was ich heute gesehen habe, ist das dann komisch? Bitte einmal auf. Was heißt das? Was bedeutet gut. Das? Alles gut, alles gut. Oh. Was ist denn hier links? Ja, das ist ein Puff. Oh. Hier gibt's Horny Girls. Oh, den habe ich schon gesehen. Ich dachte, vielleicht mache ich da mal ein Tänzchen. Warum steht denn das Auto vor der Tür? Weil sie sich keine Schlösser leisten können oder so, keine Ahnung. Das fotografiere ich fürs Ordnungsamt. Ja, warte mal. Oh mein Gott, pass auf! Du! Was hast du getan? Oh nein. Twinkie! Alles gut? Twinkie Bibi Boo. Ich wollte nur die Hose aus der Kimme ziehen. Ich hab doch gesagt, warte mal. Oh nein. Ich muss, glaube ich, zum Doktor. Oh nein, Gott. Ich fahr dich hin. Du, wir haben kein Geld für einen Arzt. Ja, aber was soll ich machen? Sterben? Sagen, ihr bezahlt wann anders und nie wiederkommen? Das mache ich auch. Du hast meine Frau angefahren. Mir geht's gar nicht gut, also wirklich. Ich muss unbedingt zum Doktor. Machst du gerade Bilder von einer verletzten Frau? Nein, ich mach von dir Bilder. Wieso? Weil du hast meine Frau angefahren. Weil du krimineller jetzt bist. Komm, wir müssen die hochheben. Oh Mann. Oh, bloß nicht hoch. Nicht hochheben, sollen wir Krankenwagen rufen? Ja, vielleicht. Rufst du ein? Bin ganz schön verletzt. Geht's dir gut, Twinkie? Wir tun ganz schön. Was geht ab, Evi am Apparat? Ich brauche einen Krankenwagen, Schwellerstransport zum Unicorn. Heute haben wir nur Pech. Eine Frau ist gestürzt. Ich habe die vielleicht ein bisschen mit dem Auto erwischt, aber nicht stark. Gestürzt ist sie angefahren. Alles klar, danke. Adios. Du bist aber ein Raudi. Na, wieso? Fährst einfach meine Frau an. War ja nicht absichtlich Nero. Weißt du, was bald nicht absichtlich ist? Meine Faust in deinem Gesicht, mein Freund. Nein, du darfst dich nicht bauen. Wir sind hier nicht in Arizona. Was hast du? Was hast du? Was hast du? Bah! Twinkie! Du bist
Mhm. Das musst du nicht so rauspressen. Seid ihr nicht Raucher eigentlich? Nee, wir rauchen nicht. Okay, das ist gut. Nicht Raucher. Das stinkt. Okay. Soll ich dich Huckepack nehmen? Huck, das schaffst du doch nicht. Das haben wir doch schon mal versucht. Wir sind beim Unicorn. Ich hab sie angefahren. Na klar schaffe ich das. Oh, perfekt. Okay, bis gleich. Deine ganze Schulter ist zerkratzt. Jetzt geht dein Blümchen-Tattoo bald weg. Das tut ganz schön weh, so, ne? Also... Was für eine Blume hattest du tätowiert? Eine Blume eben. Ja, eine Blume eben. Ja, was geht dich das denn nun an? Weiß ich nicht, vielleicht kann man daraus eine Rose machen oder so. Ich sag dir eins, das tut mehr weh als nach einem Chili con Carne Durchfall. Also wirklich. Und damit kennen wir uns aus. Ja, das tut schon heftig. Oh! Gib mir eine Sekunde. Eins, zwei, drei. Ja, du weißt, was ich will. Fünf. Okay, pass auf. Schick mir jemand mit Chili con Carne vorbei, ist wichtig. Ich geh da mal hin. Ach, scheiße. Okay. Hilfe, Twinkies verletzt. Hau rein. Oh nein. Die wurde angefahren vom Taximann. Ich hab die aus Versehen angefahren. Wie schnell waren sie denn, bitte? Na, nicht schnell. Oh, locker Schrittgeschwindigkeit. So schnell wäre das nicht mal. Hallo. Sie wurden angefahren. Ja. Was tut Ihnen denn gerade weh? Ja, also meine Beine tun erstmal sehr weh. Ja, die tun immer weh. Also, aber jetzt besonders. Ne, also der ist sehr langsam vorangefahren und damit... Der ziemlich gegen meine Beine gedrückt. Also, ja. Okay. Das tut schon weh. Ich würde jetzt sagen, mein Rücken tut weh, aber ich will ihn eigentlich nicht verkacken. Wenn alles, was weh tut, ist wichtig. Das müssen wir wissen. Ja, es sind nur die Beine. Ich würde nur sagen, mein Rücken tut weh und so ein auf den tut, wenn ich Geld wollen würde. Ach so, ah. Ja, gut, ja, mir wurde gesagt, halt immer den Rücken, wenn du angefahren wirst. Aber es sind jetzt tatsächlich nur die Beine, sehr gut, die ein wenig wehtun. Dann kennen Sie ja schon mal das einmal eins, ne? Kannst du einmal die Trage holen mit den Rollen? Das kriegen wir dann hin. Die Damen haben es einmal dann Ausweis für mich. Ja, natürlich. Du wirst weggerollt, Twinkie. Ja, bitteschön. Meint ihr sicher, dass die Trage rausreicht? Das kriegen wir hin. Ich hoffe, die ist gut gestützt. Ja. Weil ich bin's nicht. Ich hab nur die beste Ware. Alles andere kommt sehr in die RTW. Aber im Notfall habe ich gute Abdämpfer. Sehe ich für sie etwa aus wie ein Fuscher oder ähnliches. Bei mir gibt's nur das Beste vom Besten. Das ist sehr gut. Ich melde uns schon mal an, gell? Moment, machen wir gleich, wenn wir drinnen sind. Okay. Oh, so, tut schon weh, ich hab, ne? Ich hab sogar was für die Fahrt. Oh, was ist das denn, Lutsch? Oh, danke. Das ja echt so, VIP hier. Helfen wir Ihnen mal vor. Ja, hier raus. Ah, jetzt ist da nur ein Stock drin. Oh mein Gott. So, dann dürfen Sie einmal. Ich komme auch zum Krankenhaus. Nee, dann schieben. Jawohl. Und jetzt funktioniert. Kannst du mich zum Krankenhaus fahren, bitte? Ja. Du Mörder. Ja. Mörder. Du bist ein Mörder. Wir wollten nur Asoziale fotografieren. Ja, hast du doch jetzt gemacht. Ja, einen. Ich will eine ganze Fotokollage machen. Oh, ja, warte. Pass auf, da ist ein Krankenwagen. Ich hab's gesehen. Pass auf, in der Southside sieht man aber gar nicht so viele Asoziale. Warum? Wo sind die Asozialen denn? Am Würfelpark. Okay. Oh, da kommen wir sowieso vorbei. Noch. Taxi Downtown Cap, du sprichst mit Eli, wie kann ich dir weiterhelfen? Kannst du mich zum Krankenhaus fahren? Wo? Gar nicht lang. Einfach einsteigen in das Taxi, hier. Sofort. Oh,
Perfekt. Hier ist keiner. Bis gleich. Das ist Arthur. Arthur, du Asozialen. Wen haben wir denn da wieder? Twinkie wurde angefahren. Ach, ihr kennt euch? Ja, ich kenn dich. Er hat ein Taxi bestellt. Ah. Guck da hinten. Kommst du die mit der Kamera? Wo? Da hinten stehen zwei. Rechts dann oder links? Warte. Jetzt rechts durchgucken. Aber das ist ein Baum. Scheiße. Wir müssen zum Krankenhaus. Siehst du jetzt? Nee. Du musst genau durch die Lücke durchgucken. Ach man, das ist... Da, jetzt hab ich sie gesehen. Ah, fuck, wo? Zurück. Da war einer. Wo ist denn der Hüter von Stadtpark? In meinem Taxi. Okay, ja, ich hatte gerade noch zu klären. Alles gut. Okay. Davon ihm kannst du auch noch ein Foto machen. Das ist Tyrone. Er macht eine Fotokollage von Asozialen. Er hat schon ein Foto von mir, von ein paar Leuten am Stadtpark und jetzt auch von dir. Okay. Wäre nur fair, wenn wir beide ist da das drin so sind, meinte ich. Gangbanger? Ich muss nur pausen erstmal, warte. Ist der gefährlich? Gangi! Knöpf mal ein bisschen Hemd auf. Ein bisschen Hemd auf? Willst du mein Tattoo sehen oder mein geile Brust? Alles. Oh. Verkehr deinen Tattoos. Lach mal ein bisschen. Warte, musst du von hinten machen. Lach mal, Jun. Lach mal. Das türkische Gebäck. Da bin ich in einem ganz tollen Taxi gelandet. Wow. War noch mal Baklava. Okay, ich hab genug Fotos. Okay. War der gefährlich? Muss nicht so gefährlich. Taxi-Downtown Cap Eli am Apparat. Wie kann ich weiterhelfen? Bist du nicht Twinkie? Nein, ich bin Peanut. Genau. Du bist King Arthur. Ja, richtig. Wir haben uns vorhin doch kennengelernt. Ach, ich hab dir doch gar nicht gesagt, dass Twinkie angefahren wurde. Oh, was? Oje. Was ist denn das? Du bist doch gerade verarschen, oder? Nein, das ist wirklich so. Ihr wart doch vorhin, Ja. Hey. Okay, adios. Wie heißt du nochmal? Peanut. Peanut? Ich hab kein Geld. Pass auf, ich würde ja... Nein. Warte, komm mit zur Bank, setz dich mal hin. Warum soll ich mich hinsetzen? Weil ich dir kurz was sagen muss, dafür solltest du sitzen. Taxi Downtown Cap, du sprichst mit Eli, kann ich weiterhelfen? Peanut, wir haben Twinkie verloren. Bei Ron, Loli an der Tankstelle, hol den mal. Was? Bei Loli an der Tankstelle? Nee, da muss er mit dem Taxi hin. Kannst du... Warte, sag ihm das noch nicht, er muss sich davor hinsetzen, Mann. Ich hab schon gehört, die haben Twinkie verloren. Ja, kannst du einmal da kurz anrufen, die war plötzlich weg. Ist die aus dem Krankenwagen gerutscht? Nee, bei uns ist ins Taxi gestiegen und weggefahren. Ja, die ist weggefahren. Ja, bei uns ist ins Taxi gesprungen und weggefahren, das war so eine ganz wilde Geschichte. Dann fahren wir nämlich nochmal runter zum Unicorn. Ja, schau mal. Ich hab kein Telefon. Ja, okay. Aber die fährt bestimmt zum Unicorn wieder. Gut, dann fahr ich da auch nochmal hin. Falls du sie erreichst, einfach hier der Leitstelle Bescheid geben, dass du... Ja, okay. Wir warten hier. Danke! Adios. Wir haben heute nur Pech. Geh rein, drin steht ein Snackautomat. Boah, hier ist ein Leer. Wo sind denn die ganzen Ärzte? Da steht einer. Einer aber nur. Ja, keine Ahnung, wo die anderen sind. Guck, da ist ein Snackautomat. Ich habe aber kein Geld. Kannst du Schmiere stehen? Guck, dass keiner guckt. Hier dreimal draufdrücken, viermal, so dann kommen Snickers raus. Tüte Chips. Hab alles mit sowas. Nee, danke. Musst du nicht Taxi fahren? Nee, ich hab keinen Auftrag gerade. Willst du meinen Knaller mal sehen? Pff, mach den weg. Was ist mit dir? Der wäre fast explodiert. Oh Mann. Aber ich hab den ausgepustet vorher. Warte, ich komm gleich wieder.
Ich habe das Krankenhaus in 6 Monaten, wo ich hier spiele, noch nie so leer gesehen. Sind die alle? Was sind die ganzen Menschen? Ja, oh, wir haben 11:30. Oh mein Gott. Bruder. Oh. Pina hat es noch nie Fahrrad gefahren. Wofür ist da kein Schloss dran? Scheiß Fahrrad. Ui. Geht doch irgendwo eine Party ab und ich bin nicht dabei. Hallo. Hallo. Hatte Lust drauf. Ich wollte nur fragen, warum die Frau auf den Boden sitzt. Weil sie Lust drauf hatte. Aber hier gibt's doch Bänke und Stühle. Ich weiß. Ja. Aber der Fußboden war auch ganz bequem. Seid ihr zusammen? Nein. Aber sie ist trotzdem verheiratet. Ach so. Ja. Ich habe auch Ringe, Bauchringe. Das ist schön. Ja. Darf ich den fotografieren? Das ist halt kein Asozialer. Ah, doch. Doch, das war einer. Der auch. Bald habe ich ein ganzes Fotoalbum voll. Du musst nicht warten, ne? Ach so, ja, okay. Ja, dann fahre ich. Viel Glück euch. Warten? Was? Ja, ich dachte, ja. Aber warum? Weil ich sonst nichts zu tun habe. Oh, Twinkies Handy schellt. Du kannst auch hier bleiben, wenn du möchtest. Twinkies Handy macht bitte was? Twinkies Handy leuchtet. Leuchtet. Und vibriert. Und klingelt. Geht aber keinen dran. Ja, Michael? Oh, ich habe einen Anruf bekommen. Ich muss Taxi fahren. Tschüss. Komischer Kauz. Hallo, der Kühlschrank ist immer auf. Nimmt euch den Gebettchen. Irgendwas stimmt hier nicht. Wo sind die ganzen Leute? Awo, Digga. Awo. Und wo ist Twinkie? Die hat Straßstrein am Bulli. Erstmal schlaf gut. Tschüss. Welche Unterwäsche? Boah, das ist irgendwie gruselig, wenn hier keiner ist. Chat, seid ihr müde? Wir haben schon wieder 11:30. Musik.
Ja, bitte. Twinky, wo bist du? Ja, ich bin im Krankenwagen. Ja? Ja. Und warum kommt das nicht zum Krankenhaus? Ja, wir warten auf die Studentin. Ach so, hat die Auerkopf? Ja, wahrscheinlich. Das ist ganz gruselig hier. Hier ist keiner im Krankenhaus. Keiner ist im Krankenhaus. Nein, ganz wenige Menschen. Nur wenig. Ja, das... Hey. Ne, das... Wie vorgestern, vorgestern bei den Mexikanern oder so. Ich meine, du musst dir einfach nur denken, wenn der Geister sind, sind es deine Freunde. Ne? Hier sind Geister? Ich weiß nicht, sind da Geister? Upsi. Weiß nicht, da sind... Ist da irgendwas? Ja, kannst du eine Präsenz spüren an deinem Körper? Fäst dich irgendwas an? Mir ist auch ein bisschen kalt, am Knie zum Beispiel. Oh je. Ja, sieht so aus, als wäre die Dame wieder da. Das heißt, wir sind quasi auf dem Weg. Der Geist. Ja, also ich bin gleich da und kann dir dann sagen, ob da Geister sind oder nicht. Im Krankenhaus. Oh, jetzt kommen die Menschen. Ich glaube, jetzt fängt Party an. Wir sind gleich da. Ah, okay. Ich glaube, ich höre es schon. Ja. Ah, da. Ich glaube, da kommt der... Ah, da bist du drin, glaube ich, ne? Noch, bevor wir wegfahren. Du wirst dich freuen. Okay. Hallo. Hi, wir haben Sie. Ich habe gewartet. Ja, perfekt. Ich hab Hausverbot, oh. Sorry. Oh, das ist so, ein dann nehmen wir wieder die Trage rein. Ach, Alter. Willst du ein paar auf die Schnauze pinseln? Nee, ich komm grad von da drin. Ja, soll ich dich wieder da rein katapultieren? Nein. Dein Kollege hat meinen Torte angefahren. Was für ein Truthahn angefahren? Torte, nix Truthahn. Oh nein, die arme Torte. Kannst du das riechen? Nein. Und du hast uns nicht mal irgendwo hingefahren. Ich bin enttäuscht von dir. Aber ich war stets bemüht. Das stimmt. Oh. Mach's gut. Ja? Nein, ich will keine Drogen Gelände kaufen. Verlassen. Der wollte mir Drogen verkaufen. Bonnie, wenn du jetzt nicht gehst, dann nochmal 14 Tage länger. Oh, weißt du, was mache ich? Ich trage es schon mal ein. Mach's länger. Gib mir Hausverbot für immer. Hallo, Eddie. Böser Pinsel. Ja? Der hat gefragt, ob ich Kokain möchte. Okay. Darf der nicht. Ja, ansonsten ist gleich hinterm Geländer, kannst du hinterher und ihn verprügeln. Soll... Pinsel, warte. Ellie, ich hatte Pause. Warte. Oh. Die hat gesagt... Ich soll dich. Aber ich soll dich. Nein, hör mir zu. Oh, der hat gesagt, ich soll dich verprügeln. Warum? Weiß ich auch nicht. Boah. Okay. Boah, ich bin ran wie ein Gott. Wir vergessen das. Der Dicke ist hier, der will mich verboxen. Nein, ich bin nicht dick. Der Dünne. Ja. Mit dem ausgebeulten Bauch, der ist hier. Genau. Wer ist am Telefon? Ellie. Hallo, Ellie. Kannst du mich hören? Ellie, hörst du ihn schreien? Kannst du mich hören, Ellie? Hörst du ihn nicht? Warum nicht? Ja. Ellie. Ellie? Sorry. Ellie, geboren, um Liebe zu geben. Geboren, um Liebe zu geben. Liebe zu geben. Du geile Sau. Du geile Sau. Da musst du in die Hände klatschen. Ellie, du geile Sau. Oh. Ist das dein Chef, der Ellie? Ellie, spritz mir auf wie Arsch. Ich muss auflegen, mein Akku ist voll. Was quatschst du da am Telefon? Spritz mir wo drauf? Bist du des Wahnsinns? Oh, sorry, tut mir leid. Er hat gesagt, ich soll das sagen. Was sollst du sagen? Das Böse. Nein, mach das nicht. Spritz mir die Wasserpistolen. Ja, Schatz, ja, sie Ja, wo Bulima. Bist du denn? Ich bin vom Krankenhaus mit dem Pinsel. Ich warte auf dich. Oh. Ja,
Jetzt mein Taxi kaputt. Weißt du, wie traurig mich das macht? Okay, komm. Halt die Klappe, Pinsel. Bye. Wenn ich dich das nächste Mal sehe, dann gibst du mir deine Telefonnummer. Wir sind Freunde ab heute. Komm mit, Pinsel. Komm einfach. Du lässt dir doch von dir nicht sagen, dass du Hausverbot Dann habe ich aber noch mal plus 2 Wochen. Na und? Hast du lebenslänglich? Das war ich ganz egal. Wer hält sich denn hier auf? Eben. Aber dann kommt die Polizei. Wann die gehen denn deine Nummer noch? Soll ich den Schnauze hauen, dann musst du da rein. Oh, oh. Von 337-705. Oh, 337-705. Okay, Heroin nehme ich auch. 7. Dafür sagst du jetzt nochmal 2 Wochen. Oh, oh. Ich bin nicht mehr auf dem Gelände. 337-705. Ja, wie heißt du überhaupt? Peanut. Peanut, wie die Atlas. Ich muss jetzt gehen, mein Tod wartet. Ja, bis dann. Ich ruf dich gleich an. Okay. Oh, du bist ja hübsch. Nur Verrückte hier. Der nächste Kandidat schon. Das habe ich gehört. So ein Arschloch. Hey, mach mal Platz. Nee, da ist kein Platz mehr für dich. Na klar. Nee, komm, komm, ich bin verletzt, aber bitte. Ich bin auch müde. Nee, komm, geh runter von mir. Warum? Geh runter, bitte. Boah, du bist aber heute eine Zicke, ne? Geh doch bitte. Boah. Och, komm. Was hast du denn am Bauchnabel, ne? Zeig mal. Ja. Das geht dich gar nichts an. Oh, hey, nicht schubsen. Oh. Der macht Winke, Winke, guck mal. Ja. Was hat er? Ja, wissen die schon, was du hast? Ich auch gerne. Ich hoffe, er kann mir helfen. Meinst du? Ich hoffe. Das finde ich super. Wissen die schon, wo du Aua hast? Ja, an meinen Beinen, habe ich ja gesagt. Was bist du so heute, so eine Zicke? Bin keine Zicke, aber du scheinst keine sauberen Ohren zu haben. Hör mal auf den Tempo. Oh mein Gott! Einige. Oh Gott, bitte nicht! Oh, mein oh Gott. Nein! Oh Gott! Ich kann nichts dafür! Bitte nicht mehr, bitte! Du bist halt gemein, Twinkie! Nee. Doch bist du wohl! Nee, nee. Doch bist du wohl! Oh Gott! Oh! Hallo. Hallo, Doktor. Eine reizende Frau, die Olga. Robotsfrau. Das ist Twinkie. Ja, ich dachte, sie mag ja, nein, sie sind natürlich auch reizend. Deswegen, sie sind reizend, deswegen bin ich ja wieder hier und nicht bei der Putzfrau geblieben. Verstehe ich nicht. So, dann, ich kümmere mich jetzt um Sie. Dann schiebe ich Sie einmal mit in den Röntgen rein. Kommen Sie mit, oder, ja, bleiben Sie. Darf ich mitkommen? Zumindest davor, ja. Okay. Warum quietschen die Reifen so? Punktcheck. Oh. Keiner guckt. Bisschen Klopapier mitnehmen. Oh. Herr, warte. Toll.
Passt da nicht zwischen. Hilfe! Bum, 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 bum. Oh, schnell raus hier. Hallo? Deine Frau flach zu legen, was? Was? Wer legt meine Frau flach? Ja, Zuckruf. Hallo. Wo ist der hin? Ja, lass mal. Hi. Hi. Guten Tag. Habt ihr meine Frau gesehen? Wie sieht sie denn ihre aus? Frau. Danke. So wie ich. Aber du bist doch ein Mann. Ja, nur ohne Bart. Ach so. Ich habe die leider nicht gesehen. Hast du seine Frau gesehen? Ich glaube, die ist im MRT. Ist wohl noch in Behandlung. Ja, wenn sie noch in Behandlung ist, dann wie heißt müssen sie denn? Kurz warten. Twinkie. Twinkie? Ist Twinkie aber ein hübscher Mann. Name. Schönen Abend. Ja, so. Danke dir auch. Ach so. Ja, einfach mal eben so gesagt. Ja, ist Twinkie noch in Behandlung. Smalls. Ja. 83. Ich sollte vor der Tür da warten, aber ich habe mich verlaufen. Ja, dann komm mal mit, ich zeig dir wohin. Können wir Händchen halten? Du. Nee, ich glaube, das machst du lieber mit deiner Freundin oder Frau. Bevor ich mich wieder verlaufe. Ja, ich passe auf, dass du dich nicht verläufst. Okay. Aha. Mahlzeit. Ist kein Problem. Häng nicht so schnell, Speedy Gonzales. Ich lauf doch, ich bleib immer stehen und warte. Ach so. Du hast aber eine hübsche Kappi. Dankeschön. Da ist ja Blume drauf. Ja, da sind Blumen drauf. Was für Blumen sind das? Ich glaube, das sind Rosen. Ah. Mhm. So, hier ist das MRT. Wo? Da drin. Da. Mhm. Ich glaube, die Tür ist zu. Oh, hab ich auch gemerkt. Und mein Gesicht auch. Und vor allem mein Bauch. Okay, dann bleib ich Türsteher hier. Aha. Riechst du das? Nee, was soll ich denn riechen? Oh, bitte. Das riecht auch wie eine Blume. Ach, guck mal, da ist da ist meine Frau. Ja, dann gehen wir da nochmal hin. Das riecht auch wie eine Blume. Na, das halte ich für ein Gerücht. Bist du jetzt sauer auf mich? Bist du auf einen Brüllkäfer getreten? Ja, auf einen Knallfrosch. Ich dachte, auf einen Brüllkäfer. Nein, Knallfrosch. Oh je, Mini. Sie werde ich natürlich nicht vergessen. Ach, die kommen raus. Was geht denn hier ab? Ja, dann ist natürlich dann nehmen wir den, dann übernehmen wir direkt. Das ist doch ein Träumchen. Komm, boom, schubst du hier doch mit uns. Oh, ihr mir vor 5. Also, jetzt können wir doch rein. Gehen wir hier rein, ja. Aua. Okay, dann können Sie hier vor der Tür warten. Was ist das da wohl, ne? Ein Auto? Oder was meinen Sie jetzt? Nein, das da vorne. Was denn? Da
vorne im Gebüsch. Da sitzt jemand. Echt? Ja. Oha. Meinst du, der beobachtet dich? Weiß nicht. Ich dachte, du bist ein Stalker. Ich zoome mal ran. Okay, mach mal. Oh, wird doch nur der Baum. Ach so, ja, dann. Bist du auch ein Doktor? Ja. Wie lange hast du studiert? 4 Jahre. 4 ganze Jahre? Mhm. Und verdienst du viel Geld? Es geht. Bist du traurig? Nein. Weil du gibst immer nur so ganz kurze Antworten. Ja, das ist einfach meine Art und Weise. Ich bin ein sehr zurückhaltender Mensch und rede Warum? Eigentlich nur... Warum? Weil ich dich nicht kenne. Komm aus dir raus, Mädchen. Wie heißt du? Peanut. Peanut, okay. Hi, ich wie bin heißt Alex. Du? Alex. Mhm. Ah, wie der von einem sagt Zwiebeln. Was? Wie der eine komische Musiker. Keine Ahnung. Von dieser Rockband. Ich weiß es nicht. Und warum es bist du so zurückhaltend? Weil ich dich nicht kenne. Ach so, ich dachte, du bist bei jedem so. Ja, am Anfang schon. Sollen wir Freunde sein? Klar, warum nicht? Willst du ein Stück Torte? Oh ja, was für Torte? Was für eine Torte magst du? Erdbeer mag ich und Apfeltorte. Erdbeer und Apfel. Mhm. Boah. Mhm. Boah. Ja, dann. Ich esse auch ein Stück. Hola. Eigentlich Taola. Ich kann kein Portugiesisch. Nein, ich bin gerade außer Dienst gegangen. Es ist Spanisch gewesen. So. Aber ich unterhalte mich gerade noch. Ich rufe gleich nochmal zurück. Sag mal Assalamu alaikum. Oha, okay. Das war Griechisch. Dann. Ist das dein Freund? Okay. Ja, alles klar. Okay. Dann bis später. Ciao. Ja, das war mein Freund. Bist du schon verheiratet? Nein. Bist du verliebt, verlobt, verheiratet? Nein, ich bin nicht verheiratet. Aber verlobt? Nein, das auch nicht. Aber verliebt? Ja, vielleicht. Wenn du dich schlecht behandelt, sagst du mir Bescheid. Dann klopp ich denen zu Brei. Ich glaube nicht. Da wurde geschossen. Was? Da wurde geschossen. Bist du dir sicher? Ich habe nichts gehört. Hast du nichts gehört? Nein. Da unten, der Kriminelle. Meinst du, der war das? Ja. Ich habe sein Nummernschild. Ah ja, aber der läuft doch, der sitzt doch gar nicht in einem Auto. Ach so. Mhm. Der ist aber schnell gerannt. Mhm, also, steht du bist verliebt. Ich bin vergeben, ja. Und wenn der dir wehtut oder dich schlecht behandelt, dann hau ich ihn zu Brei. Alles klar. Dann setze ich mich auf den drauf. Okay. Dann ist der ein Pfannkuchen aus dem Toaster. Das klingt lecker, aber okay. Nein, das ist nicht lecker, glaub mir. Okay. Du kriegst den Scheiß dann nicht mehr raus. Alles klar. Seid ihr schon lange zusammen verliebt? Ja, schon eine Weile. Boah, du gibst immer so kurze Antworten. Wir sind seit über einem Monat zusammen. Oh, also ist noch ganz Fisch. Ja. Ja, nö. Du bist auch bestimmt so ein Mädchen, die sagt immer, aha. Na dann. Und du machst bestimmt den Online-Chat immer nur XD. Nee, das ist nicht ganz so. Aber wie gesagt, ich bin am Anfang immer sehr ruhig. Warum? Was soll ich dir tun? Meinst du, ich beiß dich? Ich weiß noch nicht, wie du tickst. Und solange ich nicht weiß, wie du tickst, ist es schwierig zu sagen, wie ich richtig mit dir reden kann. Ich Deswegen hab keine bin Ticks. Ich halt. Ja, dann weiß ich halt noch nicht, wie du drauf bist. Was du für ein Typ bist. Weißt du? Aber das siehst du doch. Ich bin Big Peanut. Ja, aber es kann sein, wenn ich irgendwas sage, dass du das nicht verstehst oder falsch verstehst und dann sauer auf mich wärst. Dann und deswegen teste bin ich mal vorsichtig. Was? Ja, jetzt gerade fällt mir nichts ein. Du wolltest bestimmt sagen, dass ich ein Dickmann bin, ne? Nein, sowas würde ich nicht tun. Weil ich werde hin andauernd beleidigt. Ist das so? Ja. Aber schon gemein, oder? Ich war in einem Dings am Burgerladen. Mhm. Und dann kamen so welche, die hatten bunte Klamotten an und die haben zu mir fette Sau gesagt. Das ist aber gemein. Ja. Hast du die dafür geboxt? Nein, ich bin nicht gut in Kämpfen. Okay. Ich versuche immer mit Sprüchen gegenzuwirken. Mhm, das mache ich auch. Dann sage ich so schlimme Wörter.
Zum Beispiel? Das darf mich Dad nicht sagen. Warum nicht? Weil das ganz böse ist. Okay. Ganz böse Wörter, sage ich. Okay, jetzt bin ich neugierig. Soll ich dir das sagen? Aber du darfst nicht sauer auf mich sein, dann sagen, oh, sowas sagt man nicht. Bin ich nicht. Nein, ich habe Angst. Warum hast du Angst? Weil du dann sagst, ich bin auch so ein Asozialer, wie die Asozialen, die ich fotografiere. Nein, mache ich schon nicht. Doch. Was sagst du zu jemandem, der gemein zu dir ist? Dummkopf. Oh, das ist... Ja, das mir. Und ich dachte bei deiner Mutter. Und ich bumms deine Mutter auf dem Rücken deines Vaters. Das Mal, grüße Sie. Hallo? Darf ich Ihnen eine Frage stellen? Ja. Ich habe gesehen, dass bei Ihnen in der Akte Ihre Frau nicht als Notfallkontakt eingespeichert ist. Soll ich das für Sie umändern, dass, falls was passieren sollte, wir hoffen natürlich, dass das niemals der Fall sein wird. Du gestirbt? Nein, 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 nein. Wir haben sie wieder ganz bekommen. Es ist alles gut. Es ist alles gut. Ja, okay. Aber falls mal was sein sollte, wir hoffen ja, dass nichts passiert, aber man will ja abgesichert sein im Fall der Fälle. Haben Sie einen Waschbrettbauch, dass Sie darauf klopfen können? Gebe ich mir viel Mühe mit. Fragen Sie mal die Kollegin hier in Weiß, die konnte nicht wegsehen bei meiner Show. Entschuldigung, die Kollegin. Alex, genau. Ja. Die Alex spricht heute noch. Ich habe sowas von weggeguckt. Ja, Alex, immer noch Albträume davon. Alles ja. Gut, Alex, also, ich konnte nicht weggucken. Ich habe auch einen Waschbrettbauch. Hast du jetzt gerade in der Behandlung für die Lady also nein, Mike? Nein, habe ich nicht. Man sieht es ja durch Sam. Ja, das gefällt dir wieder, Twinkie, ne? Ja, das ist ein strammer Mann hier. Und was ist mit mir? Ja, du bist auch sehr stramm, nur halt anders stramm. Das recht. Na dann, begleiten wir sie mal wieder nach vorne. Warum ist doch gerade so schön hier? Hauptsache, sie ist zu Hause. Ja. Twinkie, die Alex ist unsere Freundin jetzt. Genau, aber die will noch wissen, wie wir ticken. Der Mike übrigens wir auch. Wir ticken sehr gut. Also, so, aber dann werde ich mal, wenn sie noch, sich noch hier unterhalten wollen, ich muss mal nach vorne. Okay. Ja. Osmolz, ich wünsche Ihnen alles Gute. Passen Sie auf und das nächste Mal hoffentlich nicht hier zu behandeln. Mein Alter ausgecheckt? Ja. Sondern in Zivil. Ich mache das alles hier nur beruflich und medizinisch. Ja. Müssen Sie keine Sorgen machen. Wie kann man ihm dann Nein sagen? Ein schöner Abend. Zu meiner Babybulette. Alles klar, bis dann. Oh Mann. Haben Sie meinem Kollegen jetzt aber Angst gemacht? Warum? Ich habe nichts getan. Ich war nicht böse. Aber siehst du, ich sag schlimme Sachen. Ja, aber das, wie gesagt, haben die ja vielleicht auch verdient, wenn die gemein zu dir sind. Hast du gerade Ja gesagt? Ja, hab ich gesagt. Nee. Hoch. Was sind? Guck mal, mein Alter sieht von hinten aus wie J-Lo, ne? Oder wie Beyoncé. Bei dem Traumkörper. Mit der kann man gut kuscheln. Das glaube ich dir. Deshalb mag ich die auch über alles. Nein, ich bin stark genug. Was? Glaub an EMF auf 5, EMF auf 5. Luana? Oh, nee, ich hab gar nichts dabei. Okay, ich komm vor dir. Kurz meine Medikamente. Ist das ein Asozialer? Lassen Sie mich einmal bitte ausreden. Komm weg. Was ist mit Ihnen? Komm jetzt weg. Ach so. Okay. Entschuldigung. Oh, ein Snack-Auto. Ich hab den Asi fotografiert. Hast du gesehen, Alex? Wir machen... Die Twinkie und ich machen nämlich so ein Fotoalbum. Gut ausgestattet. Okay. Von so Asozialen, die uns beleidigen. Verstehe. Ja. Deine Frau geht gerade raus. Ja, soll ich hinterher gehen? Ja. Kommst du mit uns? Ich muss mich auf jeden Fall noch umziehen gehen. Ja, wir warten. Okay. Komm, wir gehen Kuchen essen. Alles klar. Bis gleich. Mhm. Immer schön verhaften, die Kriminellen. Wo seid ihr denn gleich? Da vorne. Wo ist da vorne? Wer soll stehen bleiben? Da vorne. Twinkie. Post viel zu weit. Ja, bitte. Warte, Twinkie, du bist zu weit weg. Ja, komm doch gerne nach. Ja, ich komm doch schon. Ja. Warte. Bist Bis du, dann. Gehst du... Wo gehst du? Zum Hotel?
Zum Hotel. Oder willst du das, die Alex? Die ist nett zu uns. Ich bin Hallo, die Alex. Ich bin nett zu euch. Die sagt nicht, dass wir dick sind. Also du kannst ruhig ehrlich sein, aber nur nicht ärgern. Das stört uns genau sehr. Echt. Aber ich bin ehrlich. Ja, du kannst also, uns sagen, dass wir aussehen wie ein Hamburger, aber nicht ärgern. Wir Nein. wissen, wir haben ein bisschen mehr, aber fett würde ich jetzt nicht sagen. Da gibt's Nein. Leute, die sind schon etwas kugeliger. Ja. Du weißt, was ich meine. Ich verstehe. Ja. Okay. Mhm. Ja. Wollen wir mit der Alex noch im Häuser ziehen oder willst du ins Hotel? Boah, ist schon spät, ne? Also. Wir können noch morgen mit Häuser ziehen. Ja, können wir machen. Vielleicht kennt die Alex sich ja hier aus und kann uns Sehenswürdigkeiten zeigen. Ja. Ein bisschen vielleicht. Bin auch nicht so lange hier. Wir interessieren uns für die Asozialen, die fotografieren wir gerne. Alles klar. Ja, okay. Also müssen wir zum Junkie Park. Alter. Da wollte ich. Karussellrunde. Ah, super. Okay, großartig, ne? Da wollte der Taxifahrer uns rein, auch hinfahren. Ey, ich okay. Warte doch noch, Taxi. Zu diesem Park wollte der Taxifahrer uns auch fahren. Mhm. Da sind Asoziale. Ja, also es heißt ja Junkie Park. Ich, keine Ahnung. Ich kann das nicht so beurteilen. Okay. Mhm. Dann komme ich morgen wieder her. Okay. Ja, oder willst du mir deine Telefonnummer geben? Ruf ich dich an. Kann ich auch machen. Puh, das ist jetzt voll anstrengend. Wo ist mein Handy schon wieder? Bum, bum. Hattest du das eben in der anderen Hosentasche, glaube ich. Sicher? Ja, ich glaube schon. Da? Ja? Alex. Mhm. Alex, oder wie bist du geschrieben? Ja, Alex, also, ja. Alex. Mhm. Fünf. Noch eine fünf? Fünf. 37. 40. 55. Mhm. Darf ich scheinen lassen? Klar. Puh, schon wieder falsch gedrückt zurück. Oh, das Bild darfst du nicht sehen. Da. Hi. Hi. Hallo. Oh, guten Tag. Boah. Den habe ich noch vergessen nach der Behandlung. Hey, quatschst du meinen Tod an? Hast du auch noch einen? Ja. Na, was hast du? Na, die guten Lutscher. Dankeschön. Bitteschön. Twinkie, hast du ein Taxi gerufen? Ja, wir kriegen noch ein Auto, glaube ich, ausgeliehen. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube schon. Okay, wir haben uns verabredet mit Alex für morgen, okay? Mhm. Ja. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, huh? Gute Nacht. Ja, auch so. Dankeschön. Lass dich nicht anquatschen, ne? Tschüss. Niemals. Und behalte deine Blümchen, Kapi. Na klar. Okay. Sonst erkennt mich keiner mehr. Hatte, tschüss. Ciao. Ich sag's dir, ne? Die Männer hier sind schon sehr spendabel. Ja. Du darfst aber nicht so viel flirten. Ach, was flirten? Wir flirten. Sag dem Jack mal Duplo-Chat. Ich sag ja nur, dass das Sahneschnittchen Ach so, sind. Das ist nur von vorhin, hier bitte. Oh, danke. Oh, so ein Burger könnte ich jetzt schon noch vertragen, ne? Ein Burger? Ja. Ich hab noch was. Aber da bestimmt nichts mehr hier. Auf. Oh, ein Stück Apfelkuchen. Was ist das denn? Ich nee. Bin beheilig. Oh, wo hast du das denn her? Und hier. Heute hatten wir nur... Warte. Okay. Ja. Heute hatten wir nur Pech. Ja. Autounfälle.
Wir sind nicht zum Burgerladen gekommen. Ja, wirst du mal nicht gefahren. Ja, und? Ich muss auch mal lernen. Ich brauche einen Führerschein. Ich muss Führerscheinprüfung machen. Ja. Und der Arzt gerade, ne? Der hat mir die Kosten so überlassen. Echt jetzt? Ja. Der das war ist super. Der direkt überzeugt von Miete süß. Und wer leiht uns jetzt ein Auto? Weiß ich nicht. Also irgend so ein Typ vom Taxifahrdienst. Ich glaube, der von Grad. Nee, nicht der Pinsel. Ich habe gesagt, ich stehe hier und er so, jo, ich schau mal, ob ich noch einen Schlüssel habe. Und wenn das nur vorübergehend ist, bis wir unseren Panzer haben. Aua, warum haust du mir ins Gesicht? Oh Gott. Aua. Ja, da war wieder die Aggressivität in mir. Du darfst mich nicht schlagen. Ja, ist bestimmt, weil du dir wieder von der Frau die Nummer gegeben lassen hast. Ich versuche nur Freundschaften zu schließen. Ja, ja. Versuch jawohl. Ja, ja. Weißt du, sonst haben wir keine Freunde. Ja, ja. Ja. Gib mir wenigstens ein Küsschen auf dem Aua. Ja, ja. Du sollst mich nicht auffressen. Und wann hat der gesagt, wann kommt er? Ja, der... Ich kann ja noch mal anrufen. Ja, besser. Chat, seid ihr müde? Seid ihr schon wieder alle am Schlafen? Das war ja meine absolute Flaute, die Duplus. Ja, mein Schnutzi-Putzi, wie lange brauchst sei, du das noch? Du darfst nur mich so... Arschloch. Aua. Entschuldigung. Ach so, okay. Das merkt die nicht mal, Alter. Ja, super. Das merkt die nicht mal. Dann bis gleich. Komm, hast du das nicht gemerkt? Ja, wenn du die Luft haust, ne, dann merk ich nicht viel. Also du kannst auf die Wampe hauen. Mach das nochmal und sag Mahlzeit. Mahlzeit. Ja, ja. Die kommen jetzt her. Mein Schnitzel-Stazi, ey. Rauch dir noch eine. Ich rauch nicht. Du weißt schon, das sind nur die Kuchenstückchen, die hängen bleiben. Boah, ich muss so dann scheißen. Was machst du? Ich muss richtig dringend kacken einfach. Ein Ei ablassen, du weißt schon. Ja, ich nicht. Ich sag dir eins, ne, oh, das mal okay. Schon. Also, ich muss. Warum warst du nicht im Krankenhaus? Ja, was soll ich denn machen? Die Toiletten sind super eng da. Ja, dann scheißt du ins BD. Ja, das kann ich nicht machen. Ich hab das im Hotel schon abgerissen. Wir schieben einfach alles auf Weenie. Ja, aber das kann ich ja jetzt hier nicht, wenn der Weenie nicht da war. Ja, aber... Heute ist aber nicht so wild wie letztes Mal. Letztes Mal ja. Bauchauer. Ja. Das ist nicht unser Taxi. Oh Gott, das... Oh. Keins ein! Ja, die Perlen, ne, die pflücken sich nicht von allein. Bah, du bist so ekelhaft, das so Maul. Wie ich sag. Das ist unser Kumpel. Okay. Okay. Ja, hallo. Okay. Ja, was denn? Hallo, hallo. Warte. Ja, hallo. Geht's euch? Ja, super. Mir geht's ne, gut, aber Twinkie muss Kaka machen. Echt? Ich muss echt ja, mach dringend, mal. Also der Stift mal schon. Aber wir sind hier noch nicht im Hotel.
Und das Problem ist, hier sind die Kabinen echt winzig. Ja. Und ich sehe keinen Busch. Obwohl, weißt du was, scheiß drauf, sag ich immer. Hä, bist du, nein, mach das nicht. Ja, ich würde da auch einfach reinkacken. Oh, egal. Ich kann nicht. So, hier, warte. Oh. Das sind Fahrzeugpapiere. Ja. Danke. Und warte. Der Schlüssel. Dankeschön. Mit dem Wagen wurde übrigens eine Geiselnahme gemacht. Aufpassen. Warum eine Geiselnahme? Ich weiß es nicht. Das Was ist eine Geiselnahme? Wenn du zusammen Football schaust. Wenn du zusammen Football schaust. Boah, ich will nur noch Geiselnahmen machen. Ja, sag das den Cops. Okay. Wo sind die? Die sind drin. Okay, ich geh die fragen. Ja, nie sauber. Was? Die Blätter sind ja viel zu klein. Twinkie, wo bist du? Ich bin hier im Busch, nicht kommen. Was machst du da? Ich muss versuchen, das irgendwie Was sauber. Was machst du da? Hör auf zu gucken. Kannst du mir von nebenan diese größeren Blätter einmal reichen, bitte? Ja. Warte. Wenn die dich erwischen, gibt das ein Bußgeld. Ja, schon gut. Einfach her damit. Sonst wird das hier erst in Jahren sauber. Da. Oh, pff. Da. Oh, nö, nö. Oh, da kam noch was. Du kannst nicht einfach im Gebüsch Das war ja ein Überraschungspaket. Oh je, oh je. Hauptsache, du hast Spaß. Ja, du weißt doch dabei immer. Soll ich dir hochhelfen? Oh, oh nein. Du tapezierst hier die ganzen Bäume. Boah, das... Riechst du das hier? Guck mal. Ja, das riecht nicht gut. Ich wähle dir zu, guck mal. Du bist eklig. Ja. So, warte, nur noch abputzen. Hier, nimm die Blätter. Oh. Ja. Und zieh die Hose ja, hoch. Gut. Oh Gott, oh Gott. Ich nehme hier noch ein paar. Oh ja. Wir haben ein Auto das bekommen. Gut. Boah, ich weiß alles nieder. Wir haben das Auto. Oh, ich passe hier nicht durch. So. Wir Welches haben das Auto? Auto denn? Das ist da die Quetschkommode. Na, warte, dann, du musst wenn fahren. Die uns ich muss fahren. Ja, ich kann doch nicht fahren. Oh Mini. Da. Okay, danke. Mit dem Auto wurde eine Geiselnahme gemacht, hat er gesagt. Okay, kein Problem. Mach's auf. Ich schlag sonst die Scheibe ein. Ja, ja, hin. Kein Problem. Oh. Na komm. Ja, da startet es da. So, okay. Schön vorsichtig. Wow. Mach Licht an. Was ist das für eine Karre? Die kommt ja gar nicht voran. Oh Gott, oh Gott. Ja, egal. Das schaffen wir schon. Kannst du Licht anmachen? Ja, natürlich. Hier, bitte. Oh, jetzt könnten wir selbst durch die Assi-Fitten fahren. Ja. Wollen wir mal... Sollen wir eine Runde fahren? Ja, lass mal eine Runde einfach fahren. So. Einfach so auf, wie sagt man, YOLO. Aber du weißt, Nell, das ist gefährlich. Wir schießen. Ja. Wir sagen einfach, dass wir cool sind. Wir sagen sowas wie, wir essen Spaghetti Bolognese. Ja, Mann. Du weißt schon. Was ist Spaghetti Bolognese? Spaghetti Bolognese. Du weißt schon, wie die coolen Leute das sagen. Eis mit Drip. Ja. Boah.
Darf ich deinen Nacken streicheln? Ja, wenn du rankommst. Nein, noch. Ich komm nicht ran. Wo sind denn die... Oh, oh, das stinkt. Weiß nicht, ich glaube, da vorne ist der Burgerladen. Der Burgerladen, da ist doch immer irgendwas los. Ich glaube, der hat schon zu. Wie spät haben wir? Meinst du? Nacht 12. Nacht 12? Oh, Geisterstunde. Oh. Oh, vielleicht ist ein Geist im Laden. Meinst du? Einer, der uns Burger bringt. Glaubst du selber nicht. Oh, da ist ein Krankenwagen. Wo? Und wo ein Krankenwagen ist, ist auch, sind doch Assis. Oh, da Ding. Ist ein Krankenwagen. Okay, warte, Kur. Ja, mit dem kannst du dich nicht... Das machst du schon wieder. Ja, ich versuch die Kurve zu nehmen. So. Ja, gleich haben wir. Oh je. Pass auf! Oh mein Gott! Sie. Du hast den Krankenwagen gerammt. Ja, ich dachte, da wäre noch schlecht. Guck sie dir an. Oh. Opa. Okay. Sollen wir Fotos machen? Ja. Da, die hauen sich wieder gegenseitig in die Fresse. Oh, sieh dir das an. Das sind echte Kämpfe. Pina, mach Foto. Guck mal, der da. Der auf dem Boden hier. Komm mal näher ran. Guck mal, der hat keine Zähne mehr. Komm mal näher ran. Komm mal ein Stück näher, komm mal. Oh. Aua! Oh. Aua! Oh. Hey, du spinnst ja wohl! Sorry! Aua! Hallo! Ja. Wie geht's dir stehen? Guck dir an, so sieht ein echter Gangster aus! So sieht ein echter Mach Gangster meine Pose, aus! Eine coole. Ne, das ist so eine Art Herzmassage! Mach mal eine coole Pose! Guck mal hier, alle gelegt! Na süß! Oh, Herr, gar nichts hast du! Was ist denn jetzt los? Warum lebt denn die Erde jetzt? Guck dir das an! Kannst du lächeln? Mach ich doch. Ich bin wunderhübsch. Ja, Halt die gute Bilder. Wer liegt da hinten? Du bist schon so viele Hüften auf einmal wackeln sehen. Ist doch ehrlich. Meister, soll ich dir eine Ivo geben? Ja, wer ist das denn hier? Oh, der hat mich letztens beleidigt. Kannst du mir einen Gefallen tun? Könntest du mir ja. Hilfe? Komm mal her. Johnny, ich schlitz dich auf. Halt mich mal fest. Bitte helfen Sie mir. Okay, ja. Halt mich fest! Oh nein! Halt mich fest! Hoffentlich schmeckt die Zwiebel mit Ketchup. Und noch ein Foto von dem Assi. Alle Schnauze. Ah, guckst du dir an ohne Zähne. Ach, dankeschön fürs Festhalten. Bitteschön, bitteschön. Oh, der sieht auch gefährlich aus. Der da mit der Maske. Ja, das ist ein echter Gangster. Der sieht auch aber den habe ich auch umgehauen. Ich habe die alle umgehauen. Ich danke. Das sieht brutal aus. Wie da obdachlos auf dem Boden liegt. Ich hole mir da hinten welche. Trinky, guck mal. Oh, noch so ein strammer Bursch. Kannst du so Gangzeichen machen? Oh, danke, danke. Ich kann das machen. Guck mal, wenn ich jetzt so... ein Gangzeichen macht, dann sieht das dann so aus, wie wenn ich den K.O. gehauen hätte. Ja. Das machen, bist du bereit? Super, dann los. Und